literarisches Quartett kommt heute, wie alle schon sehen konnten, aus Salzburg. Es nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine. Unser Gast heute, Wendelin Schmidt-Dengler aus Wien. Herr Schmidt-Dengler ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Wien und vor allem ein hervorragender Kenner der österreichischen Literatur. Er hat Werke von Doderer herausgegeben, er hat viel über Thomas Bernhard, Ernst Jandl geschrieben, also über die originellsten Schriftsteller, die es in Österreich nach 1945 gegeben hat. Wir freuen uns sehr, Herr Schmidt-Dengler, dass Sie uns mithelfen werden, über diese Bücher heute Abend zu reden. Wir haben 5 Bücher vor. Das erste ist der Roman von Jurek Becker, Amanda Herzlos. Ja, Jurek Becker hat viele Jahre keinen Roman geschrieben. Er war aber in einem anderen Medium sehr erfolgreich. Er hat die Fernsehserie Liebling Kreuzberg geschrieben. Und wenn man auf den neuen Roman von ihm guckt, dann kann man eine Nahtstelle zwischen Unterhaltung und Literatur beobachten. Der Roman geht um eine Frau, Amanda Herzlos, die aus der Perspektive von 3 Männern geschildert wird. Und der Roman spielt in der zu Ende gehenden Zeit der DDR. Ihr erster Mann ist ein Redakteur einer DDR-Zeitung, ein linientreuer Redakteur. Ihr zweiter Mann ist ein Dissident, ein Schriftsteller. Ihr dritter Partner ist ein NDR-Redakteur, der in der DDR arbeitet. Und die Frau, die der starke Mittelpunkt des Buchs ist, wird aus dieser Perspektive dieser 3 Männer geschildert. Sie haben so selbstverständlich gesagt, die Frau heißt Amanda Herzlos. Ich habe eigentlich gedacht, weiß es bis heute nicht, der Titel ist eigentlich doppeldeutig. Entweder die Amanda selber ist herzlos, was ich eigentlich nicht glaube, oder sie wird von ihren Männern, von ihren 3 Männern herzlos beschrieben. Ich glaube fast eher das Letztere. Naja, eine starke Figur im Mittelpunkt, die Amanda. Sind Sie davon überzeugt? Nein, ich bin nicht. Becker ist davon überzeugt. Ja. Ich bin eher davon überzeugt, dass ich die Frau überhaupt nicht kennengelernt habe in diesem Buch. Und ich habe auch die 3 Männer nicht kennengelernt. Denn der erste entscheidende Reiz dieses Buchs wäre es gewesen, dass eine Frau aus 3 Perspektiven geschildert wird. Von 3 Männern, die sehr verschieden sind. Leider hat Jurek Becker allen 3 Männern dieselbe Swada geliehen, nämlich seine eigene, sodass da schon ein Reiz verloren geht. Es wird eine Frau in 3 gleichen Tönen geschildert. Zweitens bleibt sie seltsam schemenhaft, seltsam unscharf. Es wird immer von ihr behauptet, sie sei so toll, sowohl im Bett wie im Geist, wie im Widerstand gegen die DDR. Aber irgendwie außer den großen Augen und dem Schwanenhals habe ich von dieser Frau kaum etwas kennengelernt. Also ich würde da eine andere Lektüre des Buches vorschlagen. Ich glaube, dass die 3 Männer sehr wohl uns präsentiert werden, und zwar auf eine sehr differenzierte Weise. Ich glaube, der erste, das ist so ein DDR-Partisan, könnte man sagen, ein etwas flauer Sportjournalist. Der zweite, ein alternder Schriftsteller, der seine Midlife-Crisis so halbwegs hingekriegt hat. Und der dritte, das ist so ein flotter Journalist. Und ich glaube nicht, dass in allen 3 Fällen es immer die Jurek Becker-Swada ist, sondern ich würde ganz im Gegenteil sagen, die Unterschiede sind recht feinsinnig gesetzt. Das würde ich vom Stil her doch sagen. Also ich denke, dass das Beckers Behauptung ist, dass ich aber die 3 Männer allen in dem gleichen Großstadt-Parlando über Amanda hermachen. Na, ich glaube, dass Karasek recht hat, insofern als hier tatsächlich in derselben Sprache alles geboten wird. Es ist ja über dieses Buch schon viel geschrieben worden, blitzschnell Kritiken erschienen, in den großen Blättern meist negative oder sehr skeptische Kritiken. Und die Kritik, die mich am meisten interessiert und überrascht hat, war die Kritik in der Zeit. Von der Radisch, ja.
Das war die beste der Kritiken und sie sagt am Ende, er habe schmerzlos die Grenze zum Unterhaltungsroman überschritten. Ich verwende das Wort Unterhaltungsroman ungern, weil ich glaube, weil es so missverständlich ist, dass ein Roman dazu da ist, zu unterhalten. Aber gemeint ist ja hier was anderes. Er habe die Grenze überschritten zum Trivialroman. Und ich glaube, das in der Tat ist geschehen. Und darüber müsste man sich Gedanken machen. Also ich würde natürlich im Verhältnis zu Frau Radisch Folgendes sagen. Es ist natürlich ein leichter Soupçon im Verhältnis zu Becker zu sagen, der Kerl war jetzt im Fernsehen. Der hat eine erfolgreiche Fernsehserie geschrieben. Jetzt wollen wir mal gucken, ob dieses platte Medium nicht auf ihn abgefärbt hat. Das steht so ein bisschen in der Kritik drin. Trifft nicht zu. Nur, es ist so, dass überzeugend in den Kritiken ist. Was mir bei der Lektüre des Buchs ist es mir so gegangen, dass ich am Anfang vergnügt gelesen habe, der Becker ist ja ein wunderbarer Parleur, der kann wunderbar erzählen. Nein. Und doch, er Parleur, aber kein Erzähler. Gut, er kann wunderbar parlieren, Sie haben recht. Und dann habe ich immer mehr gedacht, wann kommt denn was? Was will ich denn wissen? Möchte ich denn? Es geht eigentlich darum, dass der erste Mann das Kind schlecht behandelt, das von ihm ist. Der zweite ist besser behandelt, aber ein bisschen zu alt ist. Von seiner Sexualität wird gesagt, er ist ein Einakter. Er schafft nicht sehr viel, er ist viel älter als die Heldin. Und der dritte, der lässt sich von ihr die Artikel schreiben, er ist ein Faulpelz. Was aber das Entscheidende ist, abgesehen davon, dass das ein Buch über die DDR ist und über die ausgehende DDR, die zu Ende geht, erfährt man erschreckend wenig. Die DDR erscheint wie eine Operette. Es ist eine Operette aus der DDR. Die DDR ist seltsam harmlos und flach und heiter. Selbst Stasi-Szenen haben etwas von einer Farce. Ja. Also es ist ein Buch, hinter dem die DDR so verschwindet, wie sie in der Wirklichkeit verschwunden ist, ohne ihre grauen Schatten zu hinterlassen. Ja, ich möchte daran anknüpfen, aber ich gleich Dafür gibt es ja eine Erklärung. Das Buch setzt in dem Augenblick ein, wo der reale Jurek Becker in den Westen gegangen ist. Und in irgendeiner Kritik habe ich auch gelesen, ich glaube sogar in einem Interview mit ihm, sagte er, die letzten 10 Jahre DDR, die er selber nicht mehr erlebt hat, hat er hier geschrieben. Also diese merkwürdige Blässe, glaube ich, kommt auch daher, dass er diese letzten 10 Jahre dort nicht mehr selber erfahren hat. Ja, also Wenn das richtig wäre. Das ist nur die eine Hälfte von dem, was ich sagen wollte. Die zweite Hälfte aber scheint mir doch aber auch schon im Blick auf das, was wir dann über den Heiner Müller sagen werden. Es kommt mir immer vor, dass diese Leute aus der DDR über den Zustand ihres eigenen Staates in einer merkwürdigen Intimität schreiben. Das ist eine geschlossene kleine Gesellschaft, wo jeder jeden kennt. Und dieses Gefühl von Nähe, von unangenehmer Nestwärme und von Intimität durchzieht auch dieses Buch. Vielleicht ist es das, was Sie daran bemerkt haben. Er schreibt ja, der Staat sei putzig klein, ein kleiner Feudalstaat. Putzig klein. Die DDR war, wenn man die Schicksale von Leuten ansieht oder wenn man sich überlegt, was jetzt in und um Herrn Stolpe vorgeht oder vorgehen sollte, alles andere als putzig. Ja. Aber das ist das Schreckliche, dass selbst diese Kirchentreffen, wo er dann so elegant sagt, natürlich wissen wir, dass ein Drittel der Leute Stasi-Leute sind, das hat alles etwas von einer heiteren, harmlosen Komödie. Herr Karasek, vielleicht erlauben wir jetzt mit Dengler seinen Standpunkt zu. Also ich möchte doch noch mal den Herrn Becker, obwohl mir es ja nicht so ein Herzensanliegen ist, aber doch einmal verteidigen. Denn zunächst einmal kommt das Kriterium des Trivialen ein bisschen, wenn ich so sagen kann, aus der Schublade herausgeholt vor. Wäre doch nicht da gerade die zweite Partie ins Treffen zu führen, wo Becker mit einiger Subtilität herangeht, indem er ja nun zeigt, dass dem armen Helden der zweiten Partie, dem Fritz Hettmann,
die Novelle, die er in seinem Leben verbraten hat, plötzlich im Computer verschwunden ist. Die ganze Literatur der Gegenwart lebt ja aus solchen verlorenen Texten. Man denke etwa an Ranzmeyers Letzte Welt, wo ja auch plötzlich was verschwunden ist. Und nun hat der arme Hetman die Aufgabe, die ganze Novelle noch einmal zu konstruieren, noch einmal eine Geschichte zu schreiben. Und da meine ich, da steckt doch ein gehöriges, hübsches, schönes, poetisches Kalkül dahinter. Hübsch, aber ein Kunststückchen. Ja. Ach, hübsch ist gar nicht so nicht ein schlechtes Wort. Warum? Ja, ich lese gerne das Hübsches. Schon was. Also die zweite Partie, da steckt wirklich sehr viel an poetischem Kalkül dahinter. Also bevor wir da sagen, das ist trivial, sollten wir mal das einmal in Rechnung stellen, würde ich mir vorstellen. Ja, ich finde auch die zweite Episode die raffinierteste vom Schreiben her. Sie mag weil sie nämlich damit spielt zwischen dem, was ja. die Novelle, die Erzählung ist, ja. also das Kalkül, und dem, was real erlebt ist. Aber das real erlebte ist natürlich im Zusammenhang des Romans auch Kalkül. Naja, also diese doppelte Brechung ist ganz geschickt gemacht. Ja, aber die doppelte Brechung, das möchte ich, da muss ich leider noch mal Frau Radisch zitieren, weil sie mir da aus dem Herzen gesprochen hat. In Wirklichkeit hat er sich einen Mantel aus dem Westen, eine Bluse mitbringen lassen, und in der Fiktion ist es ein Mantel. So what, kann man da nur sagen. Es ergibt, es ergibt sich daraus so gut wie nichts. Aber, Freunde, wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen, da sind drei verschiedene Teile, drei Perspektiven auf die Figur Amanda im Mittelpunkt. Alle drei taugen sie nicht viel, aber der eine Teil ist doch etwas besser, der ist raffinierter und der andere weniger raffiniert. Es gibt hier etwas, was das ganze Buch, alle drei Dinge umfasst. Ganz allgemein, wir dürfen eins nicht vergessen. Jurek Becker ist ein hervorragender Schriftsteller und ich halte jeden für einen hervorragenden Schriftsteller, der ein hervorragendes Buch geschrieben hat. Er hat seine Laufbahn mit dem Roman Jakob der Lügner begonnen. Das war nicht ein Erfolg, sondern ein Welterfolg. Und ein berechtigter Welterfolg, ein grandioses Buch. Und er hat eine zweite Sache geleistet, die ich und bitte ertragt es mit Würde und Ruhe, für sehr wichtig halte. Er hat die Serie Liebling Kreuzberg geschrieben. Das ist auf in diesem Genre ein Glanzstück. Eine solche Serie zu schreiben, dazu gehört sehr viel, das hat er gekonnt. Und ich wundere mich vielmehr, dass Sie es mit Würde und Ruhe erzählen. Ja, denn ich finde, dass es auch gute, früher und schlechte Boulevardstücke gab. Und das ist auf der Ebene der Boulevardstücke, die nicht überflüssig ist, als Serie fürs Fernsehen ausgezeichnet. Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise missraten. Ja, aber warum? Das hat das mit dem Fernsehen doch was hat zu tun. Hat nichts mit dem Fernsehen zu tun. Ich will Ihnen versuchen zu erklären, was ich an dem Buch auszusetzen habe. Dass die Sache aus drei verschiedenen Perspektiven dargestellt wird, ist ja sehr schön. Es ist immer dieselbe Perspektive. Ich sehe die Unterschiede nicht. Ich sehe nicht die Sprachunterschiede. Erzählen können von den drei Ich-Erzählern alle drei nicht. Sie können plaudern. Sie können lebendig, hübsch, flott, flau. Es ist ein flott geplaudertes Buch. Manchen mag es amüsieren, andere nicht. Günther de Bruyne hat gesagt, er habe es mit größtem Vergnügen von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. Er hat gelogen, er hat es natürlich nicht mit Vergnügen geschrieben. Er hat alle Schwächen angedeutet des Buches. Aber irgendwie wollte er den Kollegen, der ehrenwerte und bedeutende, ernsthaft gemeint, Günther de Bruyne trösten. Nein, es ist ein geplaudertes Buch. Und nun ist die einzige Frage, warum sagen wir, oder habe ich gesagt, aber ich glaube, Sie stimmen dem zu, das kommt so in die Trivialliteratur hinein. Nicht zum ersten Mal. Es gibt schon in vorangegangenen Romanen solche Elemente, sehr deutlich bei Becker. Was ist Trivialliteratur zum Donnerwetter? Wodurch unterscheidet sich Trivialliteratur von der ernsten, guten, der von uns geschätzten? Ich glaube, es sind zwei Elemente. Beide treffen auf dieses Buch zu. Die Trivialliteratur zeichnet sich durch eine flache Sprache aus. Sie ist immer sprachlich wertlos. Die Sprache ist das erste entscheidende Kriterium. Und man sehe sich die Sprache an in Jurek Beckers Roman Jakob der Lügner. Eine ganz andere als hier. Es ist alles hingeplaudert und es ist mit einer Fülle von Stammtischwitzen verziert. Sie haben es hier jemand zitiert von diesem Mann, dessen Erektionen so selten kommen. Er hat einen Einakter, über den Penis Einakter. Das sind doch Stammtischwitze und davon
Frauen, ich zitiere dieses eine, man könnte 30 andere zitieren, es sind lauter Stammtischwitze, alles wird geplaudert, alles ist irgendwie unseriös. Die Sprache ist das erste, aber jetzt das zweite Element, was ich etwas probeweise hier nenne. Es betrifft ja nicht nur Jurek Becker, sondern die ganze Trivialliteratur. Was ist das Kennzeichen, das Negative der Trivialliteratur? Sie spannen uns auf die Folter. Ich glaube eins. Was ist denn das Thema der Literatur überhaupt? Das Leiden des Individuums. Darum geht es doch im Wesentlichen. Die Trivialliteratur zeigt keine Leiden. Und das ist das Schreckliche an diesem Buch. Hier sind Figuren, Männer und Frauen, die sich ärgern, die Kummer haben. Er wird älter werden, der Mann, die Frau ist jung und dann wird es vielleicht sexuell Schwierigkeiten bei dem großen Altersunterschied geben. Man ist betrübt, man ärgert sich, sie leiden allesamt nicht. Aber sie leben in einem verfluchten Terrorstaat, einem untergehenden Staat, in dem Menschen gequält, gepeinigt, ja gefoltert wurden. Sie sagen, er kennt die DDR der letzten 15 Jahre nicht. Verzeihung, er hat bei jeder Gelegenheit, Jurek Becker, seitdem er die DDR verlassen hat, betont, ich bin Bürger der DDR. Und er hat immer wieder gesagt, auch jetzt in Interviews, er hat die DDR immer wieder oft besucht, weil er dort auch unter anderem zwei Söhne hatte. Und im Übrigen, Herrgott, man muss sich doch nicht selber auf die Bratpfanne legen, wenn geschildert wird, wie ein Kotelett gebraten wird. Dem Schiller ist der Wilhelm Tell ganz gut gelungen, er war nie im Leben in der Schweiz. Herr also Reich, er kannte ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Was unterscheidet für Sie dieses Buch beispielsweise von der unerträglichen Leichtigkeit des Seins, das ja ein ähnliches Thema hat. Es unterscheidet. Ich glaube, es fehlt, es fehlt, was Sie mit der Leidensfähigkeit, ich glaube nicht, dass in Literatur notwendigerweise gelitten werden muss. Aber ich kenne kein anderes Beispiel. Es muss in der Literatur, wir werden noch auf etliche Beispiele kommen. Es muss in der Literatur ein Widerstand gegen das Erzählen da sein. Irgendwas muss sich gegen die Leichtigkeit des Erzählens sperren, wehren, muss ihr widersprechen. Ja. Das muss nicht Leiden sein. Es gibt sehr schöne, heitere Literatur, in denen keiner leidet und in denen manchmal nur der Leser fragt, warum leiden denn diese Idioten nicht? Die müssten doch leiden. In den Molière'schen Komödien leiden die Helden. Doch, ja gut. Aber darf ich zu Amanda zurückkommen? Ich habe das Gefühl, dass in diesem Roman eine Geheimpointe verborgen ist, die vielleicht nur halb ausgeführt ist, die aber genau das Kriterium erfüllt, das Sie jetzt angesprochen haben. Und das ist die Figur der Amanda. Es ist vielleicht aufgefallen, dass diese Amanda eigentlich eine verhinderte Schriftstellerin ist. Sie versucht die ganze Zeit einen Roman zu schreiben. Ihr erster Mann erlaubt das praktisch überhaupt nicht. Der zweite, der selbst Schriftsteller ist, macht sie so herunter, entmutigt sie derartig, dass sie überhaupt nicht weiterkommt, daran zu schreiben. Der dritte schenkt ihr einen Computer. Und in diesem Computer ist dieser Roman, mit dem geht sie in den Westen. Das ist sozusagen die Morgengabe. Wird nicht werden. Sie wird von einem Verlag zum anderen damit hausieren gehen und der Roman wird nie erscheinen. Das ist wunderbar, dass Sie das sagen. Das ist genau das Stichwort, auf das ich hinaus wollte, dass die Männer nämlich diese Frauen nie zu sich selbst kommen lassen. Jetzt haben Sie es wirklich wunderschön bewiesen. Ja. In Wahrheit geht es nämlich darum, dass diese drei Männer eigentlich auf eine manchmal eher plumpere, manchmal eher subtilere Weise diese Frau nicht zu sich selbst kommen lassen und sie ununterbrochen entmutigen. Das ist ein feministisches. Nein, es geht im Grunde darum, nachdem das lauter schreibende Menschen sind, das sind vier schreibende, berufsmäßig schreibende Menschen, geht es darum, wer schreibt schneller über wen. Und die drei Männer sind immer die Geschwinderen. Die schreiben nämlich immer schnell über die Frau. Aber liebe, alle vier können sie doch nicht schreiben. Also ich glaube, dem Buch kann man doch eine Dimension abgewinnen, die jenseits des Trivialen liegt. Ich meine, ihre Kriterien sind mir also sehr glaubwürdig. Also Sprache 1 und 2. Also das Leiden. Beides nicht genügend. Wobei man vielleicht auch sagen kann, also ich kenne kaum Literatur, wo so viel gelitten wird wie bei Simmel. Also das ist wohl... Bei Simmel wird eben gelitten. Nicht. Es ist doch, sehr oberflächlich. Sehr viel gelitten. Aber ganz oberflächlich. Sicher nicht so, alles bleibt an der Oberfläche. Sicher nicht wie bei Sophokles bei Simmel, um das einmal so zu formulieren, aber es wird gelitten bei Simmel. Und ich glaube, so eindeutig lässt sich das kriteriell nicht fassen. Ich meinte das doch durch die Gestalt, durch diese opake Figur bei Amanda, der Leser, der
hier mitdenkt, doch etwas mitbekommt, auch mit der Figur, was meiner Meinung nach meinen Ärger an dem Buch, den ich auch zum Teil hatte, mir kam es so vor wie ein Buch zum Film, wo dann einmal ein Film dazu gemacht werden wird. Gut, okay. Aber ich meine, dass gerade durch diese ausgeblendete Figur der Amanda und durch die immanente Kritik an diesen drei Figuren doch etwas mitgeteilt wird, was jenseits dessen liegt. Ein anderer Lesevorschlag, würde ich sagen. Ja, nun, aber eine Frage muss ja noch gestellt werden. Das sind die letzten Jahre der DDR. Es passieren schreckliche Dinge in dieser DDR. Aber Herr Jurek Becker zeigt uns, es war eigentlich ganz angenehm, sympathisch und nett. Bedenken Sie die Szene, wo der Staatssicherheitsdienst eingreift. Der dritte Liebhaber der Amanda, der sie nachher heiratet, ist ja ein Rundfunkjournalist aus Hamburg, der da in Ostberlin tätig ist. Er wird angeworben oder soll angeworben werden vom Staatssicherheitsdienst. Keine ganz heitere Sache. Eigentlich nichts für eine flotte Plauderei. Und was macht er da? Entschuldigung. Daraus? Lassen Sie mich mal aussprechen, nein, was er darauf macht. Lassen Sie mich einen Einwand machen. Ja, wirklich. Ich kenne sehr viele Kollegen, zum Beispiel aus dem Spiegel, die das erlebt haben. Und die erzählen das alle als heitere Farce. Es war für einen Westjournalisten überhaupt keine Bedrohung, der Stasi zu sagen, nein, ich will es nicht. Das ist der Punkt. Also, für einen Hamburger oder Münchner Journalisten... Ja, das ist ein Hamburger Journalist, der da angeworben wird. Ja, ist es heiter. Aber das Buch hat nicht der Hamburger Journalist geschrieben, sondern Jurek Becker. Doch, er erzählt es, diese Stelle erzählt aus Jurek der Perspektive eines Hamburger Journalisten. Nichts anderes erzählt er uns über den Staatssicherheitsdienst als dieses Sache aus der Perspektive. Herr Reich-Ranicki, ich mache einen Versöhnungsvorschlag. Ich habe noch nie... Ich will mich nicht versöhnen. Ich kann nicht ununterbrochen Noten für Weltanschauung geben. Das ist einfach langweilig. Das hat nichts mit Weltanschauung zu tun. Doch, ich stelle eine Frage, die Sie offenbar... Sie geben Ideologienoten. Nein, das hat nichts mit Ideologie zu tun. Es hat einen Staat gegeben, DDR. Das war nichts Heiteres. Zu viele Menschen haben da gelitten. Andere haben nicht so sehr gelitten. Nein, es haben die meisten gelitten. Es sind Millionen Menschen haben Schreckliches erlebt. Und Jurek Becker ist Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei gewesen, war es bis 77, hat sich nie von diesem Staat irgendwie getrennt. Jetzt wird es aber doch Zensur. Nein, das ist keine Zensur. Wir sind in Österreich. Nein. Hoffmannsthal hat gesagt, nach einem verlorenen Krieg soll man Komödien schreiben, nach einem verlorenen Staat darf man über den auch Farsen schreiben. Es gibt eine wunderbare Farce darüber, über Dissidentenliteratur. Wie das ist ein so schönes Stück Prosa, wie man das als... Sie sehen etwas anderes nicht. Ich habe vorher gesagt, hier wird nicht keine der Figuren leidet ernsthaft, alles oberflächlich. Das Wichtigste, habe ich gedacht, ist von selber verständlich, dieser Jurek Becker leidet nicht an dem Staat, an dem er mitgewirkt hat. Das sage ich doch nicht als Vorwurf. Ich habe auch an einem kommunistischen Staat mitgewirkt, von 45 bis 49. War früher. Also ist kein Vorwurf von mir. Aber ich leide darunter, bis zum Ende meines Lebens werde ich darunter leiden, dass ich an einem verbrecherischen Staat 4 Jahre mitgewirkt habe. Dieser Jurek Becker erzählt uns heute flott und nett. Es war so hübsch, es war so flott. Und er sagt in einem Interview vorige Woche, in der Süddeutschen Zeitung, je mehr ich den Mund aufgerissen habe, damals in der DDR, desto privilegierter war ich. Ja, ihm ging es fabelhaft. Ich finde das irgendwie empörend. Er lacht über alles. Aber er hat Herr Reich-Ranicki, Sie übersehen doch in Ihrer Empörung Folgendes. Jurek Becker, das mag kein großer Roman sein, schildert eins auf hinreißende Weise. Diese Klaviatur des Ost-West-Gefälles, auf der die DDR-Schriftsteller, deshalb haben sie jetzt teilweise eine Nostalgie nach der DDR, wunderbar ihre Bedeutung hochspielen wollen. Sie mussten nur ihren Zensor dazu bewegen, sie zu verbieten, das Manuskript zu Surkamp schicken, und schon waren sie bedeutende Erzähler. Von Jurek Becker will ich sagen. Ja, das ist doch ein schöner... So sagt er das. Er sagt in dem Interview in der Süddeutschen Zeitung, ich würde wohl alles anders sehen, wenn ich, wie Erich Löst, im Gefängnis gewesen wäre. Ja, er saß nicht, er darf es aber so sehen, wie er es sieht. Gut, und ich darf sagen, dass einer, der die DDR so viele Jahre mitgebaut hat und sie dann und uns heute sie herrlich freundlich und warum, erklären Sie mir bitte, hat er die DDR 15 Jahre vor der Wende verlassen? War sein gutes Recht.
aber er hat sie verlassen. Er wollte in dem Land nicht leben und empfiehlt es uns nun flott und nett plaudernd als ein Land, in dem es ganz hübsch. Herr Reichranitzky, werfen Sie ihm vor, dass er nicht im Gefängnis gesessen hat? Nein, 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 ich werfe ihm vor, dass er nicht ernst über die Sie treten ihn ja jetzt in eine hohe Bedeutung hoch durch ihren Fluch. Er hat Jakob den Lügner geschrieben. Ja, aber nein, Sie geben dem Buch eine Dämonie, als würde da einer nachträglich politischen Verrat durch einen Roman gar keine begehen, Dämonie, das ist eine reine Plauderei. Ja, das ist ja gut, aber... Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass einer, der Romane schreiben kann und der derartiges miterlebt hat, uns erzählt, wie nett das alles war. Das ist doch verlogen von der ersten bis zur letzten Aber der Jurek Becker hat das Recht auf seine eigenen Erlebnisse. Jeder hat das Recht. Warum? Und die können Sie den Nazis, werden Sie den Nazis auch das Recht absprechen? Verzeihung, er hat auch. Na, also den Jurek Becker in diesem Zusammenhang zu nennen, glaube ich, ist unfair. Nein, aber Stalin und Hitler in eine Parallele zu bringen, wogegen ich mich gewehrt habe, Jahrzehnte. Jurek Becker hat auch das Recht auf untragische Betrachtungsweise. Und wir haben das Recht zu sagen, dass das trivial ist. Aber nicht auf Jurek Becker und Bruno Brehm zum Beispiel, also in einem Atem. Das wäre für mich der Unterschied. Ich meine, darf ich vielleicht Goethe ganz kurz ins Spiel bringen, zur Beruhigung? Nicht wahr, Goethe, der beim Schreiben der Iphigenie gesagt hat, der König von Tauris soll in Jampen reden und der Strumpfwürker in Apolda hungert noch. Und ich glaube, so ähnlich stelle ich mir auch die Situation von Becker vor. Er wollte auch diesen Alltag zeigen, der dann wahrscheinlich nicht... So heiter war er. Nein, nein, ich möchte etwas sagen. Bei der Lektüre dieses Buches ist es mir gerade bei der von Ihnen inkriminierten Szene ziemlich kalt über den Rücken gelaufen. Der ich ja das Glück hatte, nie in einer solchen Situation zu leben, habe mir gedacht, wenn du unter solchen Umständen lebst, und da glaube ich nicht, dass die Darstellung so verharmlosend ist, wie Sie sehen. Die mit der Anwerbung. Ja? Ja, ja. Da wird ja die Stasi übertölpelt. Da ist ja so geschickt, der Journalist aus Hamburg. Der erpresst den Stasi-Mann. Der sagt, ich habe alles auf Tonband aufgenommen, das Gespräch. Hat er gar nicht. Und das wird dann gesendet im westlichen Rundfunk, wenn Sie mir nicht sofort den Pass für die Frau geben, die ich heiraten will. Das ist ein bewährter Topos aller antityrannischen Literatur, das Übertölpeln des Tyrannen. Das hat auch seinen Platz in dieser Sache. Und insofern würde ich also Jurek Becker, ich meine, dieses Buch nicht hundertprozentig, was die literarische Gestaltung betrifft, in Schutz nehmen, aber ich würde doch sagen, ich wäre hier vorsichtig. Vorsichtig zumindest. Also, das wäre mein. Schön, dass einer vorsichtig ist. Heiner Müller. Wir müssen zum nächsten Buch übergehen: Krieg ohne Schlacht. Wer stellt das vor? Sie. Ich selber. Gut. Heiner Müller gilt als der bedeutendste Dramatiker der DDR und ist vielleicht der bedeutendste lebende deutsche Dramatiker, jedenfalls einer der bedeutendsten, über 60 Jahre alt. Seine Stücke waren in der DDR. Immer wieder verboten, wurde nicht aufgeführt, er wurde schikaniert, er hat nie die DDR verlassen und hat nun ein umfangreiches Buch gemacht. Das Buch hat er nicht geschrieben, es ist von seinem Lektor im Verlag Kippenheuer und Witsch gesprochen, erfragt worden. Es ist ein Interview, wie wir aus dem Nachwort erfahren, etwa 1000 Maschinenseiten waren es. Freundliche Menschen haben es im Auftrag von Heiner Müller stark gekürzt. Und es ist nun in dieser Fassung erschienen. Ein gesprochenes, nicht geschriebenes Buch. Ich möchte mich mit meinem Urteil vorerst zurückhalten. Wer sagt was über Also ich würde sagen, Sie könnten sich über Heiner Müller leichter aufregen als über Jurek Becker. Ich will Ihnen auch den Grund sagen. Er sagt, trotz seiner Schwierigkeiten und trotz seiner Auseinandersetzung mit der DDR und obwohl er genau durchschaut, um welchen Staat es sich handelt, obwohl er eindringlich schildert, auf welch bestialische Weise der entstanden ist, dass der Nationalsozialismus sozusagen durch einen neuen Terror, durch eine neue schreckliche Gewaltherrschaft abgelöst wurde in den ersten Jahren, sagte, ach Gott, in einem ästhetischen Standpunkt, für mich war das der geeignete Staat. Ich brauchte so einen Staat, um Tragödien schreiben zu können. Im Westen hätte ich ja nur Komödien erleben können, also habe ich mir den Staat zunutze gemacht. Der 17. Juni ist für ihn ein Datum, wo er sagt, was für ein wunderbares Schauspiel, das muss man nur noch schreiben. Also hier könnte man eher sagen, aber was tun Sie? Ich mache Ihnen ein Angebot, Heiner Müller zu schlachten. Ja, und was meinen Sie?
Ich habe dieses Buch gegengelesen, gegen die zweite Autobiografie, die wir auch schon mal besprochen haben, nämlich den Hermann Kant. Der Hermann Kant hat nun seine Autobiografie wirklich geschrieben. Wohingegen der Heiner Müller, das würde ich auch gar nicht eine Autobiografie nennen, es ist ein Autoparlando. Und insofern in dieser offenen Form, auch angreifbaren Form, provisorischen Form, in diesem Rohstoff, der hier kaum bearbeitet und kaum behauen geliefert wird, für mich hochinteressant. Und in dem Vergleich mit dem Hermann Kant würde ich sagen, der Hermann Kant hat das Ding ausgeschrieben, poliert, wasserdicht gemacht, geschönt und verharmlost und sich in einem Licht gezeigt, in dem er gesehen werden wollte, wohingegen der Heiner Müller sich ununterbrochen Blößen gibt. Und das nimmt mich von vornherein mal schon für den Text ein. Die Ehrlichkeit, die Authentizität, mit der er hier loslegt, mit der er sich selber widerspricht, mit der er ja fast schon zu viele Begründungen und Erklärungen gibt, für sein dort geblieben sein, weil da gibt er ja wahnsinnig viele Begründungen. Das fängt damit an, dass er sagt, er ist dort geblieben, wo der Brecht ist. Wenn der Brecht dort bleibt, kann er auch dort bleiben. Bis zu dem, es ist ein Material, ein Aufenthalt in einem Material. Ich habe dieses Buch sehr geschätzt. Ja, ich habe es auch mit Gewinn und Genuss gelesen, aber ich habe doch dann ein paar Punkte, wo ich Bedenken habe. Ich knüpfe da an Herrn Karasek an. Und zwar das eine war einmal der 17. Juni 1953, wo er dann sagt, ja, damals waren drei Leute in Moskau, also Honecker, Ulbricht und ein dritter nicht genannter. Und da hätten die Sowjets gesagt, hört auf mit der DDR, das Experiment stirbt. Und da wäre der 17. Juni gerade gelegen gekommen, um die DDR an der Kandare zu halten. Und genau das ist der Punkt, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Es wird hier ja so Privatgeschichte anekdotisch zurechtgestutzt. Und man könnte jetzt etwas boshaft formulieren, dass was wir hier bekommen ist, zumindest in den Anfangspartien eine Art, wenn ich so sagen kann, Untergang der DDR in Anekdoten, also die Tante Jolisch der DDR, etwas überspitzt formuliert, aber nur als ein Punkt, wo ich zweifelnd bin. Und es geht also in dieser Weise weiter. Man erfährt, dass Abusch nackt am Badestrand gebadet hat, also so Interiore aus den DDR-Kreisen. Und das war auch der Punkt, wo ich mir eigentlich dann gedacht habe, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. So ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Was mich interessiert hat, war dort, wo Müller über sein eigenes Werk gesprochen hat. Und dort, wo er einige Karten aufgedeckt hat, aber das sollte man vielleicht später noch besprechen, wo er nämlich über Jünger, Karl Schmidt, über das Tragische und über diese Dinge plötzlich spricht. Und zwar in einer Weise spricht, die ich ehrlich gestanden bei ihm nicht angenommen hätte. Das ist das Interessante, wo er plötzlich vom Deutschen spricht. Das Tragische spielt plötzlich eine Rolle. Also das heißt also Begriffe, die man fürsorglich und Brecht ja vor allem auch irgendwo in die Schublade gesteckt hat. Das wäre es. Also ich habe verstanden. Herr Karasek ist dagegen. Nein, nein. Ich war, wenn, ich, nein, nein. Sie wollen doch das Buch schlachten. Ich habe es Ihnen nur zum Schlachten angeboten. Ja, das ist nicht nötig. Ich brauche solche Angebote nicht. Ich will zu dem Buch etwas Gutes sagen, ich war erschrocken. Ja. Ich finde es doch eine Autobiografie, egal ob sie erzählt ist und schlecht formuliert. Ich war erschrocken über die Kälte, mit der einer seine Jugend und seine Kindheit durchlebt hat. Das ist wirklich das Material, aus dem Heiner Müller nachher seine Katastrophenliteratur schöpft. Ein vaterloses Kind, ein Kind, das als Ausländer in Mecklenburg lebt. Ein Kind, das die Anarchie der ersten Nachkriegsmonate mit Vergewaltigungen, Morden, Totschlag, Hunger, der als Stadtstreicher durch Berlin, das ist alles sehr aufregend für mich. Ja. Im zweiten Teil, wo er auf die DDR eingeht, rettet er sich in der Tat in anekdotische Verbrämung. Ich will Ihnen zum Beispiel für Anekdoten sagen. Er sagt, ach Gott, in New York, da erlebt man Shakespeare noch wie zur Shakespeare-Zeit in England, da denke ich, jetzt kommt irgendeine wichtige Beobachtung. Man ist in der U-Bahn so bedroht, wenn man zu einer Shakespeare-Aufführung fährt, wie man in London in der elisabethanischen Zeit bedroht war. Also eine nichtige Bemerkung über einen Weg zum Theater, der herhalten muss für das ganze Theater. Aber wie gesagt, dass aus einer kalten und leeren Jugend eine amoralische Ästhetisierung kommt, die ein imponierendes Werk hervorgebracht hat, das hat mir dieses Buch sehr aufregend gemacht. Ich finde es ein aufregendes Buch. Ja, die also Kälte würde ich nicht vorwerfen. Nicht vorwerfen, konstatieren. Liebe Frau Löffler, Sie wissen, ich liebe Sie schon lange. Aber ab heute weiß ich, warum ich Sie liebe.
Denn das, was Sie gesagt haben, ist hundertprozentig richtig. Ich halte das für kein unbedingt literarisches Werk. Und wenn Heiner Müller am Ende sagt, daraus sei keine Literatur entstanden, mag ja schon stimmen. Er hat sich ja nicht die Mühe gegeben, das Buch zu redigieren. Doch, hat er. Er nennt die Namen anderer. Nein, er hat es redigiert, steht hinten drin. Ja, er hat es wahrscheinlich flüchtig redigiert. Es stehen ja nicht zu Ende geschriebene Sätze, Flüchtigkeiten, falsche Schreibung von Namen. Wiederholung, alles. Man kann da dagegen sagen, was man will. Alles ist richtig, richtig, was Sie gesagt haben. Die Sache mit New York, dass es so gefährlich sei, ins Theater mit der U-Bahn New York. Alles ist richtig. Es gibt kein anderes Buch, das ich in diesen Jahren gelesen habe, das dem man so wenig mit der Zitierung einzelner Sätze oder Beispiele beikommen kann. Kann man gar nicht. Die kommen alle, wenn man will, mit Zitaten belegen, wie fabelhaft und wie schrecklich es ist. Das Buch hat für mich einen unglaublichen Vorzug. Ich war, und das passiert mir wahnsinnig selten, als es zu Ende war, habe ich bedauert, dass es zu Ende ist. Ich hätte gern noch 200 Seiten gelesen. Und ich finde, es ist eines wert wohlgemerkt. Passen Sie auf, ich werde missverstanden werden. Sie werden mich gleich attackieren für etwas, was ich nicht gesagt habe. Es ist kein wichtiges Werk der deutschen Literatur. Aber es ist eine der wichtigsten Publikationen, die in diesen Jahren überhaupt erschienen. Wer sich für die DDR interessiert, und ich kann es nicht begreifen, wie es Menschen gibt, die sagen, ist doch ganz egal, das ist ja nur vorbei, erledigt. Es gibt ja auch Schriftsteller in der DDR, die dort gelebt haben, heute noch in Ostberlin leben. Ist ja alles egal, das war ja nun mal. Wer wissen will, was sich da abgespielt hat, der mag dieses Buch lesen. Es ist ein glänzendes Buch, nur es zeigt die DDR in erster Linie am Beispiel des Kulturlebens. Aber am Beispiel des Kulturlebens wird mit aller Schärfe etwas gezeigt, was mich etwas sagen lässt, wo ich mich korrigieren muss. Ich habe immer geglaubt, dieser Heiner Müller ist ein Zyniker. Hochbegabter Zyniker. Hochbegabt ist er. Er ist kein Zyniker. Das ist kein zynisches Buch. Und das ist der Unterschied zwischen Heiner Müller und Jurek Becker. Für den ist die DDR keine heitere Geschichte, über die man heiter plaudern kann. Da war es nicht nett. Und er zeigt durchgehend von 45 an, was sich da abgespielt hat. Ich habe vorher gesagt, man soll keine Beispiele geben. Ein Beispiel will ich doch geben, ein einziges, ein positives natürlich. Wer irgendwo 5 oder 46 einen Russen trifft und der Russe sagt Papier und er greift in die Tasche, holt einen Rettungsschwimmerausweis mit Foto und zeigt ihm. Und der Russe winkt ab, das will er gar nicht haben. Denn der Russe braucht Papier, um sich eine Zigarette zu drehen. Das ist fabelhaft. Der Russe, der nur eine Zigarette rauchen will, und der Deutsche, der sofort zum Ausweis, sofort einen Ausweis zeigt, ganz was er gerade in der Tasche hat, sich gleich legitimieren will. Es ist eine Fülle solcher parabolischer Elemente, Szenen und Motive in dem Buch. Und das Wichtigste, ich wage zu behaupten, wer nie ein Stück von Heiner Müller gelesen oder auf der Bühne gesehen hat, liest das dennoch mit Spannung, weil es unerhört interessant ist, was mit den Stücken geschah. Und das erzählt er ohne Sentimentalität, wie sie verboten wurden, dann wieder erlaubt wurden, dann doch nicht aufgeführt wurden, dann eine Probeaufführung, dann einzelne Szenen, dann hat man von ihm irgendwelche Zugeständnisse verlangt. Das ist fabelhaft. Das hat keiner der Schriftsteller aus der DDR. Keiner, die jetzt so den Mund aufmachen und uns erzählen, der Sozialismus, der wird siegen, muss siegen und so weiter. Er hat den Mut gehabt, mit großem Ernst zu zeigen, was sich dort abgespielt hat. Und ich finde, es ist ein hochwichtiges Buch. Schade, dass die Fragen nicht intensiver waren, dass er eigentlich aus wenigen Fragen alles gemacht hat. Aber es steht drin, es war keine Zeit, er musste das so schnell machen. Warum eigentlich? Hätte man noch 3 Monate später das Buch auf den Markt gebracht. Aber wie auch immer, das Buch ist da und ist eine der wichtigsten Publikationen in deutscher Sprache in diesen Jahren. Viel wichtiger hätte es ja auch in 3 Monaten dann nicht werden können. Doch,
Es hätte noch einige Ergänzungen hätten kommen können und einige Wiederholungen und solche Sachen, die ja nicht so wichtig sind, hätten ausgemerzt werden können. Ja, der Heiner Müller hat sich ja vorbehalten, seine eigentliche Autobiografie noch zu schreiben. Das wird nie kommen. Das weiß ich, das kennen wir ja, die Autoren, die uns was versprechen. Günther de Bruyne hat gleich gesagt, von meiner Autobiografie kommt der zweite Band, wenn ich 80 bin. Wenn er 80 wird, was wir hoffen wollen. Aber ich glaub's ihm nicht. Das ist so, was die Schriftsteller für die Zukunft versprechen. Aber ich möchte doch noch auf ein paar Punkte zurückkommen. Und zwar sind das diese Punkte mit Ernst Jünger zum Beispiel. Diese eine Stelle, wo er da zitiert, in der Materialschlacht. Ich meine, Sie sagen vorher, andersrum, ja. Sie sagen vorher mit Recht, man kann dem Buch mit Zitaten nicht beikommen. Aber ich erlaube mir trotzdem zu zitieren. Und ich glaube, man kann dem Buch sehr wohl mit Zitaten auch beikommen. Denn aus diesen besteht dieses Buch nun mal. Und da sagt er nun, er hätte in diesem Augenblick in der Schlachterholung ja sogar einen geselligen Augenblick erlebt. Und diese Stelle wird mit einer, wenn ich so sagen kann, merkwürdigen Zustimmung von Heiner Müller zitiert. Er sagt, ich habe damit keine Probleme gehabt, mein Erbfeind Harig, dem hat das nicht gepasst. Ich habe an der Stelle doch meine gewissen Reserven gegen Müller mobilisieren müssen, muss ich sagen, gegen diese Haltung, die hier drin ist. Ganz abgesehen von der Bedeutung dieses Buches. Aber an dieser Stelle ist mir etwas bewusst geworden. Dieser Besuch bei Jünger, der verweist auf eine ganz merkwürdige Verwandtschaft, wenn man das so sagen kann, in Bezug auf ein, sagen wir, soldatisches, militärisches, emphatisches Einverständnis, das zwischen diesen beiden besteht. Und das ist der Punkt, wo ich Schwierigkeiten habe. Und das sind die Widerhaken, die sich mir bei der Lektüre gebildet haben. Und ich kann das gut verstehen. Ich bin ein Mensch, der den mit Jünger nichts anfangen kann. Das ist ein Autor, der mir zuwider ist. Mhm. Ich weiß allerdings, was Klaus Mann Ende der 20er Jahre geschrieben hat über Jünger. Der hat nämlich geschrieben, dass er schreiben kann, macht den Fall noch schlimmer. Das Schreiben kann der Jünger. Ein Schriftsteller von Rang ist er, aber ist ein Barbarischer. Also Herr Reich-Ranitzky, wenn wir keine moralischen Kategorien missverstehen wollen, würde ich darauf beharren, dies ist ein nihilistischer und zynischer Autor. Das sage ich mit großer Heiner Müller. Das sage ich mit großer Zustimmung. Sage, der legt diese Kälte, die ihn bewegt und was ihn interessiert nicht. Er sagt, ein einziger Tod hat ihn bewegt, der seines Freundes Marquardt. Sonst ist ihm alles gleichgültig. Er benutzt es als Material. Und die Stelle, die Sie zitiert haben, ist sehr wichtig. Er stimmt Jünger in dem Moment zu, dass man selbst aus Schlachten im Krieg einen ästhetischen Gewinn ziehen kann. Wenn das kein zynischer Standpunkt ist, bitte dann erklären Sie mir, was Sie mal Ästhetismus ist. Ich glaube, es ist anders, Herr Karasek. Es klingt sehr vieles sehr zynisch. Ich denke aber, dass dieser Zynismus eine Haltung ist, die er sich zurechtgelegt hat. Das gut. Man sieht dahinter, dass er sehr wohl auch ein Mensch ist, der Gefühle hat und der trauert. Denken Sie nur an den Schluss dieses Buches, wo er sagt, jetzt ist die DDR hin. Er gibt zu, dass er da Gefühle hatte. Und dass es ihm leid tut. Im Unterschied zu Jurek Becker bedauert er das Scheitern der DDR. Aber das ist doch kein Zyniker. Nein, das... Es ist doch keine zynische Haltung, zu bedauern die DDR. Wahrheit über die DDR. Und der zeigt nicht die Wahrheit. Entschuldigung, darf ich Ihnen noch ein Beispiel für den Zynismus? Man darf doch Stellen zitieren. Am Niedergang der DDR zu leiden und an dem endgültigen Untergang so quasi trauernd zu stehen, ist doch ganz bestimmt kein Zeichen einer zynischen Haltung. Nein, weil wenn Sie sagen, warum er trauert, er wird sagen, jetzt kommen wir in diese grässliche Demokratie, da lohnen sich nur noch Komödien. Da habe ich keine Tragödie mehr zu schreiben. Wenn das kein zynisches Bedauern ist, dann erklären Sie mir was. Ich will Ihnen noch ein Beispiel sagen. Ja. Er sagt, dass er seine Frau heiratet. Die zweite Frau sagte, ich hatte so einen Hang zu höher gestellten Damen. Ja. Daraus wird eine ganze Ehe begründet. Wenn das nicht zumindest... Sie nehmen das alles ernst, um Gottes Willen. Ich nehme es jetzt als zynische Maskerade. Nein, in drei Artikeln wurde schon ein Satz zitiert. Lange bevor das Buch erschienen ist, ist er zitiert worden aus dem Vorabdruck im Spiegel. Und es ist unglaublich, dass das zitiert wurde. Nämlich als Vorwurf gegen Heiner Müller. Er hat gesagt, der Brecht, der hätte, wenn die Weimarer Republik weitergegangen wäre, hätte er Erfolgsstücke, Drei-Groschen-Oper, Mahagoddi und so weiter geschrieben,
Aber Gott sei Dank ist Hitler gekommen und da konnte Brecht ernste Sachen machen, wie selber kommen. Das hat man ihm vorgeworfen. Kinder, also man darf in Deutschland nichts mehr sagen. Das hat nur er, dessen Vater aufs Schlimmste misshandelt wurde von den Nazis. Und er weiß, was das Dritte Reich ist. Hat er doch nicht ernsthaft gesagt, Gott sei Dank ist Hitler gekommen. Irgendwo stand drin, die Millionen, die Hitler ermordet haben, sind da anderer Ansicht. Naja, also, ich meine, es wird alles missverstanden. Ja, es genauso hat keinen Sinn, dass wir hier gegen Radatz polemisieren. Der Satz hat natürlich absolut seine Gültigkeit und in gewisser Weise meint der Heiner Müller sich selbst auch. Wie ja, Sie sagen. Ja, ja, richtig. Er braucht den Staat, um sich daran zu reiben und um ein Thema zu haben. Der braucht die Immigration, das Exil. Der das Brecht. Mag schon sein, aber das ist legitim, dass Schriftsteller so denken. Es geht mir um eine Sache, die ist noch nicht klar. Reinke, Sie haben mich immer noch missverstanden. Für mich ist das kein Vorwurf, wenn ich einem Schriftsteller, nehmen wir als Beispiel Genet, wenn ich einem Schriftsteller wie Genet oder Heiner Müller den Nihilismus analysiere, das ist kein Vorwurf, sondern das ist eine Feststellung. Ich finde, solche Stücke wie die von Heiner Müller beschreiben die Welt dadurch zutreffender, weil sie sich keine sentimentalen... Lieber, wissen Sie was, da wir in Österreich sind, es gibt einen Roman von Franz Werfel, ich glaube, Barbara oder die Frömmigkeit, da tritt ein Autor auf, der ist ein Nihilist. Denn der schreibt nicht seine Gedichte auf, der kann sie auswendig. Er sagt, es lohnt sich nicht aufzuschreiben. Wenn einer ein Drama nach dem anderen schreibt, wie die Umsiedlerin, wie Philoktet, wie Lohndrücker, das ist kein Nihilist. Haben Sie nicht gelesen, dass er sagt, nur die Umsiedlerin hat sich gelohnt zu schreiben? Ach. Gut, lieber, das hat nur keinen Zweck. Das kann Shakespeare hat vielleicht auch gesagt, mir ist der Hamlet misslungen. Dann das hat er aber nicht gesagt. Ich würde gerne noch einmal auf Schmidt-Dengler zurückkommen. Das scheint mir doch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, diese merkwürdige Affinität zu Karl Schmidt und zu Jünger. Also ich denke, es ist tatsächlich der elitäre Hochmut und der intellektuelle Hochmut, dieser Elitarismus, der die beiden miteinander verbindet. Und das ist auch ein Punkt, den man an dem Heiner Müller nicht übersehen soll. Der lässt sich nicht nur auf eine Weise etikettieren, der entzieht sich nämlich allen Etikettierungen. Ja, auch der Etikettierung Nihilismus. Und wir lassen alle Fragen offen. Die Sendung ist noch nicht zu Ende. Also bitte, dann wird ein Buch wegfallen. Am Ende. Nein, ich sage nur, weil Sie alle Fragen offen, dann setzt sofort die Musik ein. Nein, die Fernsehleute sind nicht so doof, wie Sie meinen. Also, danke, dass Sie meinen gesagt haben. Ganz kurz wollte ich nur sagen, für mich war diese Geschichte der DDR nicht so beeindruckend wie das, was Heiner Müller über seine Texte sagt. Da wird er für mich aufregend. Ja. Da wird er für mich wirklich aufregend. Aber da wird die Geschichte der DDR, des Kulturlebens in der DDR deutlich. Wenn er sagt, guck mal, ein Beispiel, das ist doch hinreichend. Man kann es ja nicht auseinanderreißen. Das ist mir klar, dass man das nicht auseinandernimmt. Guck mal, er schreibt, es hat da irgendein Kulturfunktionär vom ZK mit ihm verhandelt. Er nennt den Namen, weiß ich, Karl Schulz, ein ehemaliger SA-Mann. Keine Kommentare, kein Wort mehr. Siegfried Wagner das ist das genau, ja. Siegfried Wagner. Das ist doch, so ist er das wollte, Buch. Er war noch nicht fertig. So ist das Buch geschrieben, lapidar, knapp und unerhört inhaltsreich. Da erfährt man etwas von der Realität. Das haben die Herren. Heiner Müller genau hingehört hat und das alles eine Bedeutung hat. Also wenn er zum Beispiel an Brecht, und das ist ja auch das Überraschende, einen Formkünstler schätzt, der zum Beispiel, und das hat mich auch gewundert, das deutsche Element, das gotische, deutsche Element, also das ist ja ganz etwas Merkwürdiges. Also unter warum? Ich meine, ist das natürlich bei Brecht recht, aber da kommt es mir viel neu. Das ist neu. Der ganz neu ist doch der urdeutsche Schriftsteller, der seine Sprache von Luthers Bibelübersetzung genommen hat. Und das habt ihr noch nicht gemerkt. Das haben wir schon begriffen. Nur, worum es hier geht, ist, dass genau das der Punkt war, wo Heiner Müller hinhört und auskultiert. Nicht? Und das ist das Interessante. Und das ist für mich unter Umständen interessanter als die Geschichten da vom ZK und weiß Gott was alles. Also da beginnt es für mich zum Brennen. Ein Buch ist nicht schlecht, wenn jeder in ihm das findet, was ihn interessiert. Es bedient uns alle, dieses Buch. Und manche wird auch dieses Kapitel über Jünger, das mir unheimlich ist, wird auch das sehr interessieren. Also, Freunde, wir müssen weitermachen. Urs Widmer, Der blaue Siphon. Herr Karasek. Ja, das ist ein ganz anderes Buch. Das ist ein schmaler Band, der von der Fantasie des Schriftstellers und von seinen Träumen handelt, denen keine Grenzen gesetzt wird. Das Buch spielt auf eine sehr
lockere, heitere und schwebende Art damit, dass ein Mann als alter Mann in seine Jugend zurückfahren kann über den Traumumweg, in seine Kindheit und dann als Kind wieder in sein Alter zurückkehrt. Und ich muss sagen, es hat das Buch, das mich eigentlich thematisch nicht interessiert hat, für die kurze Zeit, die man es liest, begeistert. Es ist ein Nichts, würde Polgar sagen, aber in Seidenpapier. Also dieses Wort, ein Nichts, aber in Seidenpapier, ist großer Quatsch vom verehrten Polgar, denn er meinte, ein Feuilleton sei schlechthin und immer ein Nichts in Seidenpapier. Das hat er nur gesagt, weil er selber Feuilletons geschrieben hat. Aber Feuilletons sind, wie wir beide wissen, mehr als ein Nichts in Seidenpapier, nicht? Also das ist nicht das, der Punkt, glaube ich. Aber gut. Sie wollen mich heute missverstehen. Ja, ich will mit Frau Löffler gegen alle Karasex auf dieser Erde. Ja. Ich kann nur leider in Sachen Urs Widmer nicht wirklich widersprechen. Der einzige Punkt, wo ich frage, ist es wirklich ein Traum? Ich denke, es ist eine Zeitreise. Ja, es beginnt mit einem Traum. Es beginnt mit dem Traum von der Flasche, die er in der Kindheit... Ja, ja. Aber die eigentliche Zeitreise beginnt im Kino. Kino, weil richtig, Zeitreisen beginnen oft im Kino. Und es ist eine hübsche Verdopplung, dass der 50-jährige Erzähler in die Kindheit zurückfällt oder zurückpurzelt durch den Besuch des Kinos und das umgekehrt der Dreijährige, der er einmal war, plötzlich 50 Jahre voraus hüpft und als und seiner eigenen Tochter begegnet und als kleines das gibt Tier. Natürlich unglaubliche Reize. Ja. Es gibt auch so hübsche Motivverkettungen, wo ja dann wo Dinge übergeben werden, die dann im anderen Leben wieder erhalten sind. Dass zum Beispiel der Hunde spielen da eine Rolle. Dass der Erwachsene in das Dorf kommt, wo seine spätere Frau aufwächst und ihm dort als kleines zweijähriges Mädel entgegentritt und er gibt ihr aus seinem späteren Leben einen Garfield-Kleber. Sie glaubt übrigens, dass das ein Hund ist. Und später, wird das so hübsch wieder aufgenommen, dass dann auch die erwachsene Frau noch immer glaubt, der Garfield sei ein Hund. Ja. Also es sind so nette Spielereien. Ich denke, es ist also unglaublich kalkuliert, aber gleichzeitig auch sehr elegant und raffiniert erzählt. Es hat dann noch schwebend. Es hat dann noch eine zweite Spiegelung oder zweite Brechung, nämlich das Kino. Dass der Kleine im Kino sitzt und dort seine eigenen Erlebnisse, es ist ja Krieg, spielt 1941, denke ich, oder 42, im Kino auch einen kleinen Jungen sieht im Fernost, der eine ganz ähnliche und parallele Situation erlebt. Ja, und die Flucht in diese Kindheit beginnt auch vor dieser drohenden Wolke des Golfkonflikts und heutiger Kriege. Also auch das spielt eine Rolle. Und es ist so der Versuch mit der Poesie der schrecklichen und blutigen Schwere des wirklichen Lebens zu entkommen. Ja, so kann man sagen. Ja, also ich muss jetzt leider gegen Sie beide antreten. Also mir hat dieses Buch total missfallen, wenn ich das sagen kann. Und zwar, wenn ich das ganz kurz sage, dann ein Roman oder eine Erzählung von der Stange irgendwie, nicht? Da wird ein Siphon aufgestellt, der blau ist. Und warum, weiß man nicht ganz genau. Die ersten 5 Seiten sind voller Bläue, ist alles ziemlich blau. Dann ist sogar der Kasten blau, hinter dem der Siphon steht, mit dem er dann sinnigerweise seine Mutter anspritzt, womit man dann, selbst der es bis jetzt noch nicht begriffen hat, dahinter kommt, was der Siphon eigentlich sein soll. Und solche, wenn ich so sagen kann, konfektionellen Ineinanderführungen von Details haben mich höchst irritiert. Und ich würde auch so sagen, der Golfkonflikt, der da am Anfang so steht, so als ein gewissermaßen ein Tribut an die Zeitgenossenschaft, der wird ja dann gleich überspült von einer Kaskade von Sätzen, die dann in sich kreisen. Also bei allem Respekt von Urs Widmer, den ich sonst für einen hochintelligenten Essayisten und Feuilletonisten halte und für einen scharfsinnigen Kritiker und auch Übersetzer, ich glaube, gerade da hatte ich also ganz große Schwierigkeiten mit diesem Buch. Mir kam das nach diesen 2 schweren Ladungen, die wir da jetzt zu uns genommen haben, fast als zu leichte Kost vor. Und bei keinem Buch hatte ich so sehr das Bedürfnis, dass es zu Ende kommt, obwohl es nur 102 Seiten hat. Ja, aber es ist doch ein Stück Windbäckerei. Man darf doch wahrscheinlich das nicht wirklich so auf die Waage legen. Ja. Natürlich wiegt Windbäckerei leichter. Ich möchte eine Sache klären, nur eine Kleinigkeit. Ein Siphon blau. Und Sie fragen, warum blau? Die frage auch nicht, warum die blaue Blume blau ist. Vielleicht Frage, hat das mit der blauen Blume zu tun. Die Frage liegt mir, ja. Warum erinnert er sich? Die blaue Blume da auf der Ding des Novalis spielt schon eine Rolle. Die kann nicht grün sein. Die ist eben blau.
Ja. Dass er es gibt wenig so. Grüne Blumen. Aber, ja. Ja? Na, also sagen wir gelb. Also, bitte, immer, Botanik sind sie stark. Aber immer wenn ich auf eine solche Symbolfährte gehetzt werde, wird mir nicht angenehm. Ja. Ja. Und das hatte ich das Gefühl, dass da also alle meine literaturwissenschaftlichen Ambitionen plötzlich wachgebellt also werden sollen. Dieses Buch ist so leicht, dass ich sogar den Widerstand aufgebe, wenn man es angreift. Das kann man leicht umpusten. Na ja, also Herr Karas, bitte, bitte nicht so schnell aufgeben. Du bleibst mal beim Standpunkt. Also, wir hatten doch hier zwei Bücher, jetzt ist das das dritte. Der Jurek Becker, ein Roman mit, wie ich glaube, missbrauchtem zeitgeschichtlichen Hintergrund. Missbraucht, aber jedenfalls mit einem zeitgeschichtlichen Hintergrund, der schon eine gewisse Rolle in dieser Plauderei in drei Teilen spielt. Heiner Müller, eigentlich ein rein zeitgeschichtlich-literar-historisches Buch. Was immer er erzählt, hat mit der Geschichte der DDR und mit seinem Werk und der Rolle dieses Werks innerhalb der DDR zu tun. Mit beiden Büchern kann man dieses dritte überhaupt nicht vergleichen. Ich glaube nicht, Herr Schmidt-Dengler, dass Sie recht haben. Aber Sie haben das Recht, Ihren Standpunkt zu vertreten, klar. Ich glaube, das ist ein rein poetisches Buch. Und ich habe es nicht gern gehört. Ich glaube, Frau Löffler, Sie haben mich für eine Sekunde enttäuscht. Nur für eine Sekunde. Sie haben gesagt, das sei nett, das Buch. Ein nettes Bücher. Also nett haben wir über den Jurek Becker gesagt. Der ist nett. Ein nettes Buch in einem netten Land mit netten Menschen im Mittelpunkt. Das ist nicht nett. Nein, nein, das Wort nett habe ich sicher nicht verwendet. Das Wort nett ist bei mir hübsch, haben Sie gesagt. Das Wort nett ist bei mir immer ein Schimpfwort. Nein, ich habe sicher hübsch gesagt. Und dazu stehe ich. Nein, ja, gut, Sie empfinden es als hübsch. Ich empfinde es als ein poetisches Buch, das natürlich einen klassischen Titel hätte haben können, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Da kommt einer und erzählt nicht auf 500 oder 1000 Seiten, sondern auf nicht einmal 100 Seiten seine Jugend aus sozusagen Holten. Ein Marcel Proust für Marcel Reich-Ranicki, weil er nicht so viele Seiten füllt. Lieber Herr Karasek, ich bin dafür, dass wir heute einen Schriftsteller haben wie Proust, wie Kafka, wie Thomas Mann. Leider sind diese Autoren nicht da. Und ich finde, dass Urs Widmer kein Schriftsteller ist dieser gewaltigen Dimensionen, aber dass er ein poetisches, für mich sehr schönes Buch geschrieben hat. Es ist nicht hübsch. Es ist literarisch sehr gut geschrieben. Es ist gar nicht raffiniert, ach Gott, das ist mit diesen Zeitsprüngen so raffiniert. Doch, es ist ganz sehr raffiniert. Findet ihr das? Ja, es hat eine ganz sehr gut durchkonstruiert. Wissen Sie, es ist durchkonstruiert, aber raffiniert wäre es vor 80 Jahren. Inzwischen hat die Weltliteratur diese Zeitsprünge in solcher Menge offeriert. Aber das ist überhaupt kein Vorwurf gegen Widmer. Die Verdopplung ist ganz elegant. Die Verdopplung. Ja, aber Sie sagen das Positive immer mit einem abwertenden Wort. Ich finde, wissen Sie, ich spreche über das Buch so freundlich, unter anderem, weil ich Gewissensbisse habe. Ja, und die Gewissensbisse haben den Grund, ich habe noch nie im Leben etwas von Urs Widmer, der jetzt über 50 ist, gelesen und ich bedauere das. Einer, der das schreiben kann, der so viel an Stimmung, auch Kindheitserlebnisse, die ja meist langweilig sind in der Literatur, deswegen sind ja alle Biografien, die so früh anfangen, immer die ersten Kapitel die schwächsten. Wer so viel Stimmung, so überhaupt viel Stimmung. Stimmt so. Eigentlich nicht. Stimmt eigentlich nicht. Das lässt sich alles widerlegen. Das lässt sich leicht widerlegen. Auch der Anfang einer Autobiografie gut ist. Ja, Canetti. Sehr, sehr spannend. Meist. Ja, na, sehen Sie, jetzt müssten wir über Canetti diskutieren, denn ich finde diesen Anfang schrecklich, wo er sich erinnern kann. Klaus Mann, an alle. Wendepunkt. Aber gut, lassen wir es. Lassen wir mal die Sache. Ich meine nicht der Anfang im Sinne erste Kapitel, sondern wenn einer schildert, was er erlebt hat, als er 5 oder 6 Jahre alt war. Mich interessieren in den Autobiografien in der Regel erst die Erlebnisse. Tristram Shandy handelt überhaupt nur davon, bevor der Held geboren wird. Ja, weil das doch kein realer Roman ist. Lieber, das ist ja nun wieder mal was anderes. Ja? Nein. Ich glaube nur, der Ich-Erzähler einer Autobiografie ist interessant vom Augenblick, wo er etwas selbstständig denkt. Kann. 13, 14. Wenn er schreibt, kann er ja denken, aber er erinnert sich... Nein, er schreibt das ja mit 70, oder 50. Aber die Zeit, wo seine Persönlichkeit entstanden ist, wo sie noch unsicher war, das ist das auf... Aber das kann man doch nicht aus der Sicht... Vielleicht hat sich das heute ein bisschen in der Laune, Dekrete zu erlassen, aber vielleicht könnten wir zum nächsten Buch kommen? Nein,
Wir wollen doch das noch klären. Ich meine, oder sind wir uns alle einig? Also ich hatte fast so viel Mühe, das zu Ende zu lesen, obwohl es hübsch ist wie Sie. Ja. Weil ich sage mir, ja, es ist ein schönes Kunststück, es ist poetisch, es ist wie eine blaue Blume, nicht wie eine grüne, es ist wie eine blaue Blume. Aber es ist nichts, worüber, also Sie werden sich nicht wie bei Heiner Müller, Sie werden nicht sagen können, dass das Wichtigste, außer Ihr schlechtes Gewissen hat es doch nichts angeregt. Sie haben recht, es ist kein aufregendes Buch. Ja. Nur, ich will nicht nur aufregende Bücher haben. So viel aufregen kann ich mich im Leben. Dass mal einer ein ruhiges, nachdenkliches, poetisches Buch geschrieben hat, das sich zu lesen lohnt, ist schon mal gut. Italo Calvino. Wo Spinnen ihre Nester bauen. Ja, das ist der erste Roman, den Italo Calvino geschrieben hat. Er war damals 23 Jahre alt, ein Student und kam aus der Resistance. Resistenza genauer, denn er ist Italiener. Er hat, erzählt er in einem später geschriebenen Vorwort, sich lange bemüht, wie könnte er denn nun seine Erlebnisse, diese Monate oder Jahre in der Resistance beschreiben. Das waren doch die erfülltesten, wichtigsten, aufregendsten Monate seines jungen Lebens. Er hat sich damit schwer getan und dann hatte er die geniale Idee, oder so scheint es ihm, er erzählt seine Resistance-Erlebnisse aus der Perspektive eines Kindes. Schon oder eines, ein Kind. Eines Buben, eines Gassenbuben, eines halben Waisenkindes, eines verwahrlosten, verwilderten, ziemlich abgebrühten Gassenbuben, eines Buben, der herumstrolcht, der eine Schwester hat, die eine Prostituierte ist. Und dieser Bub stößt in den Bergen arbeitenden Partisanen und der Roman erzählt, es ist also eigentlich eine Autobiografie, aber so schön gebrochen dadurch, dass sie aus der Perspektive dieses Buben erzählt wird. Dann gibt es den Punkt, wo der Italo Calvino gefühlt haben muss, das kann nicht das Ganze gewesen sein. Er kann nicht eigentlich die Partisanenbewegung aus dem Halbverständnis oder dem halb fürwitzigen, halb Missverständnis eines Kindes erzählen. Und da bricht dann das Buch und da gibt es dann ein Kapitel, wo zwei Partisanen Anführer sich miteinander über die Strategie des Partisanenkampfes unterhalten und eigentlich so eine Art Soziologie der Resistenza entwerfen. Dieses Kapitel fällt vollkommen heraus, denn es setzt Dinge voraus. Es bringt eine Außensicht über den Widerstandskampf und den Partisanenkampf, der jenseits dieses Kindes ist. Und nach diesem Kapitel kommt es wieder, fällt er wieder zurück und erzählt wieder aus der Perspektive des Kindes. Ich habe mit dem Roman meine Schwierigkeiten gehabt, ich sage es offen. Ja. Nicht nur dieses Bruches wegen, sondern auch wegen der starken literarischen Vorbilder, die da noch reinspuken. Es ist ganz sicher so, dass da das ganze 19. Jahrhundert, besonders die englische Literatur, mitspielt, wo es immer so vorwitzige, halbwüchsige gibt, aus deren Perspektive das erzählt wird. Das fängt an mit Dickens und hört auf mit der Schatzinsel. Ja, also mir hat das Buch sehr gut gefallen. Weniger der Haupttext, wenn ich das so sagen kann, als das hochintelligente Vorwort. Das hat Italo Calvino aus einer späteren Perspektive geschrieben. Also er hat das im Jahre 64 geschrieben und hat also rückblickend auf sein Werk die Erfahrungen gesammelt. Und ich habe dieses Vorwort, halte ich für eine der besten Analysen, und mir ist damit schlagartig bewusst geworden, wie anders jemand, der in der Resistenza war, den Weltkrieg erlebt haben muss, als die deutschen und auch die österreichischen Autoren. Da wird wirklich eine Welt präsent, indem man nun sagt, eine Welt, die ihre Schwierigkeiten hat, nämlich wie erzähle ich davon? Nicht hagiografisch, aber auch nicht abwertend. Er schreibt das, wo er sagt, also jetzt ist es schon zur Mode geworden, die Widerstandsbewegung abzuwerten. Und hier wird ein sehr intellektuelles und sehr distanziertes Kalkül erkennbar. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, dass Italo Calvino, so wie in seinem Buch vom Reisenden in der Winternacht, hier bereits mit seinem eigenen Text in eine spielerische, kritische Distanz tritt. Und ich glaube, das macht auch den Wert dieses Buches aus. Übrigens, es ist, wenn man denkt, dass er das mit 23 Jahren geschrieben hat, ist es eine ganz beachtliche literarische Leistung. Und ich muss sagen, also wenn ich dagegen Siegfried Lenz und Böll halte, dann müssten wir eigentlich mehr Italo Calvino lesen, wenn wir mit dem Phänomen des Erzählens nach dem Kriege zu Rande kommen sollen. Ja. Ich finde es ein außergewöhnliches Buch, genau aus der Perspektive und aus dem Perspektivenbruch her. Beides, die Perspektive eines Kindes macht klar, zeigt diese Partisanen mit dem verfremdenden Blick, mit dem sie dann
absurde Begründungen von Desperados geben, warum sie dazu gekommen sind. Das sind ja nicht etwa diese politischen Kämpfer, die mit der roten Fahne herum. Und dem werden kontrastiert diese beiden Kommandeure im sechsten Kapitel, die dann wirklich zwei große Standpunkte, der eine sagt, wir müssen mit diesen Menschen so arbeiten, die aus den verschiedensten Gründen gekommen sind, egal, weil sie ihre Frau verlassen hat, weil sie im Beruf nicht zurechtgekommen sind, weil man ihnen das Feld geklaut hat. Und der andere sagt, aber es muss doch die große Idee sein. Und die Idee hat keinen Bestand, sondern Bestand hat eigentlich dahinter, durch die Kinderaugen gesehen, eine tragische Liebesnovelle des einen Befehlshabers dieses verlorensten Haufens, der bewusst sein eigenes Todesurteil herbeiführt für diese eine Sekunde mit dieser Frau. Und da finde ich eine ganz aufregende Erzählung, wo die Perspektive einfach wirklich das bringt, die Redlichkeit, mit der die Welt sich als unverständlich darstellt, ohne dass sie nur so geschildert würde. Ja. Herr Schmidt-Engler, Sie haben vorher Siegfried Lenz erwähnt. Und das hat mich an etwas erinnert, was ich nicht recht vergessen kann. Von Lenz erschien mal ein frühes Buch neu, nach 20 oder 25 Jahren. Ich habe ihn gefragt, du hast wohl ein neues Vorwort geschrieben oder Nachwort. Sagt er, nein, das mache ich nicht. Ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen. Das hat keinen Sinn, nach 20, 30 Jahren, entweder wird das Buch neu gedruckt oder nicht, dann zu sagen, ach, das hat der junge Mann ja ganz fein geschrieben, das weniger, und dann hat er so eine Analyse, das mache ich nicht. Er hat vollkommen recht gehabt. Zurück zu dem Calvin. Und Sie sagen, Sie finden eigentlich das Vorwort bedeutender als oder interessanter als die Erzählung. Ich habe dieses Gefühl nicht. In diesem Vorwort ist manches beachtlich. Nur, so ganz offen gesagt, ich hab's nicht gern, wenn die Romanciers in unser Handwerk uns fuschen. Wenn die selber alle Weisheiten über ihre Romane oder Gedichte zum Besten geben, dann werden wir allmählich überflüssig. Das kann ich mir gut vorstellen, denn seine Selbstkritik ist nämlich ausgezeichnet. Natürlich ist sie ausgezeichnet. Wissen Sie, das ist immer so schlimm mit den Leuten, die über die eigenen Bücher so klug schreiben. Ich meine, das sind manchmal glänzende Schriftsteller. Es gibt nichts Besseres über den Zauberberg als die Prinzenvorlesung von Thomas Mann über den Zauberberg. Ich finde das teilweise nicht sehr gut und teilweise hervorragend, ja ganz lang dieses Vorwort. Nur Essayisten gibt es, haben wir. Und wir werden ja sehr bald über einen ganz großen Essayisten sprechen. Hier interessiert mich ein Element. Ich habe mich etwas gewundert, Herr Karasek. Sie haben vorher gesagt, das Buch, das eine Buch ist nicht aufregend. Ich glaube, Widmer, das aber ist aufregend. Also so aufregend fand ich es nicht. Ich finde es aber sehr beachtlich geschrieben. Ihr Vorwurf ist sehr verständlich. Da ist noch das 19. Jahrhundert drin. Nur, das war in der Literatur im ersten Jahrzehnt nach dem Krieg überall noch sehr stark drin, auch in der deutschen Literatur. Wenn die Leute, er knüpft ja, er sagt es im Vorwort, auch stark an Hemingway an. Von dem hat er auch einiges gelernt. Aber das, was Sie sagten, von Dickens bis Stevenson, ist ja bestimmt richtig. Es ist er fuscht ihnen aber doch nicht ins Handwerk. Nein, aber er hat eine Idee. Diese grausame, furchtbare Welt, Partisanenwelt mit all dem Risiko, den Kämpfen, wird deutlich aus der Perspektive eines Kindes, das von dieser Welt nicht viel begreift. Jetzt ist natürlich sofort der Titel Blechtrommel da. Die Blechtrommel ist viel später geschrieben und die Blechtrommel ist anders geschrieben als dieser Roman. Aber lebt ja zum großen Teil von der Perspektive des Kindes, das alle Vorgänge völlig frei amoralisch sozusagen sieht. Hier ist dieser Roman, ist doch sehr gut gemacht, die Sache mit der Pistole. Schon dieses Motiv der Pistole, der Junge will Partisan werden und die sagen, du bist ein dummer Junge, das taugt's nicht. Wenn du dem Deutschen die Pistole klaust, dann nehmen wir dich auf. Wie er diese Pistole klaut und wie dann diese Pistole verwendet wird, um am Ende seine Schwester zu töten, die Prostituierte, das ist sehr schön gemacht, aber es ist, bitte mich nicht misszuverstehen, das ist nicht kalt konstruiert. Das ist ein Könner, aber es hat eine so wichtige Eigentümlichkeit. Jetzt komme ich wieder auf den Jurek Becker. Dies ist authentisch.
ist nicht genial, ich weiß schon, aber es ist authentisch. Es stimmt alles in diesem Buch. So wie in dem Widmer auf einer poetischen Ebene meiner Ansicht nach auch die Sachen stimmen. Bei Jurek Becker stimmt gar nichts. Ja, aber es bleibt natürlich mit dem Stimmen. Ich habe das zwar als Vorteil gesagt, aber Frau Löffler hat natürlich vollkommen recht. Er kann diese Perspektive nicht durchhalten. Mhm. Sie trägt nicht. Er muss auf einmal eine Gegenhandlung, die etwas gewaltsam reinkommt, die sehr schön ist. Und ich möchte noch eine Lanze für das Vorwort brechen, Herr Reich-Ranicki, weil ich denke, dass ein Autor hier sehr genau erklärt, wie die Stimmung damals war. Das kann niemand nachvollziehen, aus welcher Stimmung Buch damals, der Neoverismo, entstanden ist. Wie die Leute das alles erzählen. Das haben wohl die Kritiker auch erklärt. Ja, na, aber gut, aber dies ist... Freunde, Günther Anders. Günther, bitte. Ganz kurz, Günther Anders hat heuer seinen 90. Geburtstag gefeiert und es ist auch mit diesem Anlass im Zusammenhang sein Roman »Die molussische Katakombe« erschienen. Ein Roman, von dem schon sehr viel die Rede war. Er dürfte ihn 1932 geschrieben haben. Eine Anekdote von Anders selbst übermittelt besagt, dass das Manuskript durch Brechts Vermittlung an den Kiepenheuer Verlag kam. Von dort aber von den bereits an die Macht kommenden Nationalsozialisten nicht ergriffen wurde, aus dem einfachen Grund, weil eine Landkarte eingewickelt war, wo eine Landkarte Molussien eingezeichnet war, worauf man das Ganze für einen Südseeroman gehalten hat. Anders hat dieses Manuskript lange unterdrückt und geändert, verbessert und nun liegt es in einer gekürzten Fassung vor. Ganz kurz der Inhalt: Molussien, ein archaisches Land, in dem eine Tyrannis herrscht. In diesem Lande den Widerstand stehen ins Gefängnis gebracht und diese, die im Gefängnis leben, nehmen immer dieselben Namen an. Der eine ist Ol oder andere Jegusa und sie erzählen einander die Geschichten vom Widerstand. Und diese Geschichten, diese Didaktik des Widerstandes wird erzählt und am Ende kommt man durch eine raffinierte Lüge, wird gewissermaßen bricht der Aufstand aus und das tyrannische Regiment Molussiens wird zu einem Ende gebracht. Das wäre ganz kurz der Inhalt. Kein Roman im landläufigen Sinn, eine Serie von Parabeln und von Geschichten. Ja, man muss vielleicht hinzusetzen, dass Molussien natürlich eigentlich steht für Nazi-Deutschland, Ursien steht für die Sowjetunion. Also der Fabelcharakter ist eigentlich, es ist parabolisch gemeint und es ist deutlich auch entschlüsselbar, politisch entschlüsselbar. Das große Problem dieses Buchs ist, aber das ist aus der Rückschau natürlich sehr leicht zu sagen, dass die Autoren, das gilt für Brecht aus der gleichen Zeit auch, dachten, einen Staat, der das Individuum zerstört, eine Diktatur, die das Individuum kaputt macht, kann man nur begegnen, indem man die Individualität in sich auch tötet. Also der Totalitarismus wird mit totalitärem Widerstand gebrochen. Und dies ist sozusagen eine tragische Aporie unseres Jahrhunderts. Aus dem Roman erhält sich sozusagen nachträglich, warum so viele Leute in der Sowjetunion die einzige Gegenwehr gegen Hitler erblicken konnten und sozusagen kein Mittel sahen, den Faschismus, der die Person ausgelöscht hat, zu überwinden, als die Person in sich selbst zu töten. Herr Karasek, eine Frage nur. Ich habe das mit dem Brecht, was Sie hier eben gesagt haben, nicht ganz verstanden. Könnten Sie mir zwei, drei Beispiele sagen? Ich könnte Ihnen zwei, drei Beispiele sagen. Ich bin durch dieses Beispiel, die Maßnahme. Ja, das ist Weimarer Republik. Reden wir vom Brecht während des Dritten Reichs. Maßnahme. Das ja, aber Maßnahme nicht. Metti, wenn Sie wollen. Metti wäre das klassische Beispiel. Und mir ist bei der Lektüre... Und Sechuan und Galilei stimmt alles nicht, stimmt die Theorie nicht. Na, Sechuan und Galilei sind furchtbar herkömmliche und schlechte Dramen. Da sollte das ist gar eine andere nicht. Frage. Gut, ich rede jetzt davon, was Günther Anders, was mir das Buch klar gemacht hat, wo Brecht den Metti überhaupt her hat. Durch diese Anekdote ist mir klar geworden, dass Brecht in dem Metti-Roman und in diesen Chinoiserien sozusagen fast ein Epigone von Anders ist. Das ist mit einem Schlag habe ich gesehen, hier ist das Original und da hat Brecht alles gelernt. Brecht war ein Epigone von unzähligen Autoren, nur er hat es immer besser gemacht. Ja, das ist eine Kassiber-Literatur, so muss man das sehen. Ja. Also das ist als Kassiber gemeint. Heute ist natürlich keine Notwendigkeit mehr dazu liebe, eine Frage. Also insofern ist der Roman natürlich ein bisschen antiquiert. Aber bitte eine Frage. Es hat der
wie ich gelesen habe, jetzt in irgendeinem Artikel oder Interview, Günther Anders hat gesagt, ihm sei dieser Roman heute völlig fremd. Er habe jede Aktualität eingebüßt, sozusagen. Er wüsste gar nicht, wozu man das macht. Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das wirklich gesagt hat. Ich finde, mir ist er auch fremd. Deswegen Frage, sagen Sie mal, was erfährt man über den nationalsozialistischen Staat aus diesen Parabeln, ich erfahre, was man nicht immer schon gewusst nein, hat? Nein, ich erfahre das Prinzip des Widerstandes. Irgendwo ist dieses Buch eigentlich auch eine Ästhetik des Widerstandes ja, und ja, als solches ja, ist ja. es mir wichtig. Ich meine, man muss es vielleicht unter das Prinzip einer didaktischen Literatur sehen. Ich habe gesagt, Didaktik des Widerstandes und ich glaube, das wird in diesem Text sehr schön gezeigt und sehr viele andere Dinge werden parabolisch verdichtet und das ist eine unerhörte Leistung und dann, wenn ich so sagen kann, in ironischer Brechung wird gesagt, dass es genau die Gefängniswärter sind, die die Literatur aufzeichnen. Und genau das haben wir ja jetzt wieder erlebt, dass es diejenigen waren, die, und bei Heiner Müller hat mich am meisten beeindruckt, hinten die Dokumente, das sind ja alles diese Zwangsmaßnahmen, die dazu führen, dass so viel dokumentiert wird. Und genau diese Sache lehrt uns anders auf eine sehr subtilen Weise. Aber es ist natürlich, wie Sie sagen, Kassiber-Literatur, es ist eine ungeheure Abwehr einer Literatur, die ihren Zweck in sich selbst hat, weil er nur etwas duldet, was ein Politiker, diese Parabel mit dem Wegweiser, die Parabel mit dem, wo in ein Museum kommt und da steht zur Volksküche als Kunstwerk nur. Er duldet Literatur nur als Vermittlung von Widerstand und dies sieht er heute natürlich, insofern hat Frau Löffler, das sieht er als historisch gegen Herr diese... Herr Karasek, eins ist sicher. Sie, unter welcher Druck ja, ja. Ich schilder das nur. Es ist sehr erfreulich, dass dieses Buch, ob es dem einen viel, dem anderen weniger zu sagen hat, erschienen ist und dass somit das Werk etwas abgerundeter da ist. Aber wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Es sind zwei Elemente und beide treffen auf dieses Buch zu. Die Trivialliteratur zeichnet sich durch eine flache Sprache aus, die ist immer sprachlich wertlos. Die Sprache ist das erste entscheidende Kriterium. Und man sehe sich die Sprache an in Jurek Beckers Roman Jakob der Lügner. Eine ganz andere als hier. Es ist alles hingeplaudert und es ist mit einer Fülle von Stammtischwitzen verziert. Sie haben hier jemand zitiert von diesem Mann, der so, dessen Erektionen so selten kommen. Er hat einen Einakter, über den Penis Einakter. Das sind doch Stammtischwitze. Und davon, ich zitiere dieses eine, man könnte 30 andere zitieren. Es sind lauter Stammtischwitze. Alles wird geplaudert, alles ist irgendwie unseriös. Die Sprache ist das erste, aber jetzt das zweite Element. Was ich etwas probeweise hier nenne, es betrifft ja nicht nur Jurek Becker, sondern die ganze Trivialliteratur. Was ist das Kennzeichen, das Negative der Trivialliteratur? Sie spannen uns auf die Folter. Ich glaube eins. Was ist denn das Thema der Literatur überhaupt? Das Leiden des Individuums. Darum geht es doch im Wesentlichen. Die Trivialliteratur zeigt keine Leiden. Und das ist das Schreckliche an diesem Buch. Hier sind Figuren, Männer und Frauen, die sich ärgern, die Kummer haben. Er wird älter werden, der Mann, die Frau ist jung und dann wird es vielleicht sexuell Schwierigkeiten bei dem großen Altersunterschied geben. Man ist betrübt, man ärgert sich, sie leiden allesamt nicht. Aber sie leben in einem verfluchten Terrorstaat, einem untergehenden Staat, in dem Menschen gequält, gepeinigt, ja gefoltert wurden. Sie sagen, er kennt die DDR der letzten 15 Jahre nicht. Verzeihung,
Er hat bei jeder Gelegenheit Jurek Becker, seitdem er die DDR verlassen hat, betont, ich bin Bürger der DDR. Und er hat immer wieder gesagt, auch jetzt in Interviews, er hat die DDR immer wieder oft besucht, weil er dort auch unter anderem zwei Söhne hatte. Und im Übrigen, Herrgott, man muss sich doch nicht selber auf die Bratpfanne legen, wenn geschildert wird, wie ein Kotelett gebraten wird. Dem Schiller ist der Wilhelm Tell ganz gut gelungen. Er war nie im Leben in der Schweiz. Herr Reich, also er kannte ihn. Ich habe eine Frage. Was unterscheidet für Sie dieses Buch beispielsweise von der unerträglichen Leichtigkeit des Seins, das ja ein ähnliches Thema hat? Es unterscheidet. Ich glaube, es fehlt, es fehlt, was Sie mit der Leidensfähigkeit, ich glaube nicht, dass in Literatur notwendigerweise gelitten werden muss. Aber ich kenne kein anderes Beispiel. Es muss in der Literatur, wir werden noch auf etliche Beispiele kommen. Es muss in der Literatur ein Widerstand gegen das Erzählen da sein. Irgendwas muss sich gegen die Leichtigkeit des Erzählens sperren, wehren, muss ihr widersprechen. Ja. Das muss nicht Leiden sein. Es gibt sehr schöne, heitere Literatur, in denen keiner leidet und in denen manchmal nur der Leser fragt, warum leiden denn diese Idioten Wissen nicht? Sie, die müssen doch leiden. In den Molière'schen Komödien leiden die Helden. Doch, ja gut. Darf ich wieder zu Amanda zurückkommen? Ich habe das Gefühl, dass in diesem Roman eine Geheimpointe verborgen ist, die vielleicht nur halb ausgeführt ist, die aber genau das Kriterium erfüllt, das Sie jetzt angesprochen haben. Und das ist die Figur der Amanda. Es ist vielleicht aufgefallen, dass diese Amanda eigentlich eine verhinderte Schriftstellerin ist. Sie versucht die ganze Zeit einen Roman zu schreiben. Ihr erster Mann erlaubt das praktisch überhaupt nicht. Der zweite, der selbst Schriftsteller ist, macht sie so herunter, entmutigt sie derartig, dass sie überhaupt nicht weiterkommt, daran zu schreiben. Der dritte schenkt ihr einen Computer. Und in diesem Computer ist dieser Roman, mit dem geht sie in den Westen. Das ist sozusagen die Morgengabe. Wird nicht werden. Sie wird von einem Verlag zum anderen damit hausieren gehen und der Roman wird nie erscheinen. Das ist wunderbar, dass Sie das sagen. Das ist genau das Stichwort, auf das ich hinaus wollte, dass die Männer nämlich diese Frauen nie zu sich selbst kommen lassen. Jetzt haben Sie es wirklich wunderschön bewiesen. Ja. In Wahrheit geht es nämlich darum, dass diese drei Männer eigentlich auf jeder, auf eine manchmal eher plumpere, manchmal eher subtilere Weise, diese Frau nicht zu sich selbst kommen lassen und sie ununterbrochen entmutigen. Das ist ein feministisches. Nein, es geht im Grunde darum, nachdem das lauter schreibende Menschen sind, das sind vier schreibende, berufsmäßig schreibende Menschen, geht es darum, wer schreibt schneller über wen. Und die drei Männer sind immer die Geschwinderen. Die schreiben nämlich immer schnell über die Frau. Aber liebe, alle vier können sie doch nicht schreiben. Also ich glaube, dem Buch kann man doch eine Dimension abgewinnen, die jenseits des Trivialen liegt. Ich meine, ihre Kriterien sind mir also sehr glaubwürdig. Also Sprache 1 und 2, also das Leiden. Beides nicht genügend. Wobei man vielleicht auch sagen kann, also ich kenne kaum Literatur, wo so viel gelitten wird wie bei Simmel. Also das ist wohl... Nein, bei Simmel wird gelitten. Es ist sehr oberflächlich. Sehr viel gelitten. Aber ganz oberflächlich. Sicher nicht so alles bleibt an der Oberfläche. Sicher nicht wie bei Sophokles bei Simmel, um das einmal so zu formulieren. Aber es wird gelitten bei Simmel. Und ich glaube, so eindeutig lässt sich das kriteriell nicht fassen. Ich meinte das doch durch die Gestalt, durch diese opake Figur bei Amanda, der Leser, der hier mitdenkt, doch etwas mitbekommt auch mit der Figur, was meiner Meinung nach meinen Ärger an dem Buch, den ich auch zum Teil hatte, mir kam es so vor wie ein Buch zum Film, wo dann einmal ein Film dazu gemacht werden wird. Gut, okay. Aber ich meine, dass gerade durch diese ausgeblendete Figur der Amanda und durch die immanente Kritik an diesen drei Figuren doch etwas mitgeteilt wird, was jenseits dessen liegt. Ein anderer Lesevorschlag, würde ich sagen. Ja, nun, aber eine Frage muss ja noch gestellt werden. Das sind die letzten Jahre der DDR. Es passieren schreckliche Dinge in dieser DDR. Aber Herr Jurek Becker zeigt uns, es war eigentlich ganz angenehm, sympathisch und nett. Bedenken Sie die Szene, wo der Staatssicherheitsdienst eingreift. Der dritte Liebhaber der Amanda, der sie nachher heiratet, ist ja ein Rundfunkjournalist aus Hamburg, der da in Ostberlin tätig ist. Er wird angeworben oder soll angeworben werden vom Staatssicherheitsdienst. Keine ganz heitere Sache. Eigentlich nichts für eine flotte Plauderei. Und was macht er da? Entschuldigung. Daraus? Lassen Sie mich mal aussprechen, nein, was lassen er Sie daraus mich, macht. Lassen Sie mich einen Einwand machen. Ja, wirklich. Ich kenne sehr viele Kollegen,
zum Beispiel aus dem Spiegel, die das erlebt haben. Und die erzählen das alle als heitere Farce. Es ja. war für einen ja. Westjournalisten Richtig. Überhaupt ja. keine Bedrohung, halt, halt. Der Stasi zu sagen, ja, nein, ich will es nicht. Das ist der Punkt. Also, für einen Hamburger oder Münchner Journalisten... Ja, das Journalisten, ist ein Hamburger Journalist, ja, der da angeworben ist es heiter. Wird. Aber das Buch hat nicht der Hamburger Journalist. Ich möchte mich mit meinem Urteil vorerst zurückhalten. Wer sagt was über Also ich würde sagen, Sie könnten sich über Heiner Müller leichter aufregen als über Jurek Becker. Ich will Ihnen auch den Grund sagen. Er sagt, trotz seiner Schwierigkeiten und trotz seiner Auseinandersetzung mit der DDR und obwohl er genau durchschaut, um welchen Staat es sich handelt, obwohl er eindringlich schildert, auf welch bestialische Weise der entstanden ist, dass der Nationalsozialismus sozusagen durch einen neuen Terror, durch eine neue schreckliche Gewaltherrschaft abgelöst wurde in den ersten Jahren, sagt er, ach Gott, in einem ästhetischen Standpunkt, für mich war das der geeignete Staat. Ich brauchte so einen Staat, um Tragödien schreiben zu können. Im Westen hätte ich ja nur Komödien erleben können, also habe ich mir den Staat zunutze gemacht. Der 17. Juni ist für ihn ein Datum, wo er sagt, was für ein wunderbares Schauspiel. Das muss man nur noch ja. schreiben. Also hier könnte man eher sagen, könnte einer... Man, aber was tun Sie? Mache Ihnen ein Angebot, Heiner ja. Müller zu schlachten. Ja, und was meinen Sie? Ich habe dieses Buch gegengelesen, gegen die zweite Autobiografie, die wir auch schon mal besprochen haben, nämlich den Hermann Kant. Der Hermann Kant hat nun seine Autobiografie wirklich geschrieben. Wohingegen da Heiner Müller, das würde ich auch gar nicht eine Autobiografie nennen, es ist ein Autoparlando. Und insofern in dieser offenen Form, auch angreifbaren Form, provisorischen Form, in diesem Rohstoff, der hier kaum bearbeitet und kaum behauen geliefert wird, für mich hochinteressant. Und in dem Vergleich mit dem Hermann Kant würde ich sagen, der Hermann Kant hat das Ding ausgeschrieben, poliert, wasserdicht gemacht, geschönt, und verharmlost und sich in einem Licht gezeigt, in dem er gesehen werden wollte, wohingegen der Heiner Müller sich ununterbrochen Blößen gibt. Und das nimmt mich von vornherein mal schon für den Text ein. Die Ehrlichkeit, die Authentizität, mit der er hier loslegt, mit der er sich selber widerspricht, mit der er ja fast schon zu viele Begründungen und Erklärungen gibt, für sein dort geblieben sein, weil da gibt er ja wahnsinnig viele Begründungen. Das fängt damit an, dass er sagt, er ist dort geblieben, wo der Brecht ist. Wenn der Brecht dort bleibt, kann er auch dort bleiben. Bis zu dem, es ist ein Material, ein Aufenthalt in ja. einem Material. Ich habe dieses Buch sehr geschätzt. Ja, ich habe es auch mit Gewinn und Genuss gelesen, aber ich habe doch dann ein paar Punkte, wo ich Bedenken habe. Ich knüpfe da an Herrn Karasek an. Und zwar das eine war einmal der 17. Juni 1953, wo er dann sagt, ja, damals waren drei Leute in Moskau, also Honecker, Ulbricht und ein dritter nicht genannter. Und da hätten die Sowjets gesagt, hört auf mit der DDR, das Experiment stirbt. Und da wäre der 17. Juni gerade gelegen gekommen, um die DDR an der Kandare zu halten. Und genau das ist der Punkt, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Es wird hier ja so Privatgeschichte anekdotisch zurechtgestutzt. Und man könnte jetzt etwas boshaft formulieren, dass was wir hier bekommen ist, zumindest in den Anfangspartien eine Art, wenn ich so sagen kann, Untergang der DDR in Anekdoten, also die Tante Jolisch der DDR, etwas überspitzt formuliert, aber nur als ein Punkt, wo ich zweifelnd bin. Und es geht also in dieser Weise weiter. Man erfährt, dass Abu Schnakt am Badestrand gebadet hat, also so Interiore aus den DDR-Kreisen. Und das war auch der Punkt, wo ich mir eigentlich dann gedacht habe, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. So ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Was mich interessiert hat, war dort, wo Müller über sein eigenes Werk gesprochen hat. Und dort, wo er einige Karten aufgedeckt hat, aber das sollte man vielleicht später noch besprechen, ja. wo er nämlich über Jünger, Karl Schmidt, über das Tragische und über diese Dinge plötzlich spricht. Und zwar in einer Weise spricht, die ich ehrlich gestanden bei ihm nicht angenommen hätte. Das ist das Interessante, wo er plötzlich vom Deutschen spricht. Das Tragische spielt plötzlich eine Rolle. Also das heißt, also Begriffe, die man fürsorglich und Brecht ja vor allem auch irgendwo in die Schublade gesteckt hat. Das wäre es. Ja. Also ich habe verstanden. Herr Karasek ist dagegen. Nein, nein. Sie wollen doch das Buch schlachten. Ich habe es Ihnen nur zum Schlachten angeboten. Ja, das ist nicht nötig. Ich brauche solche Angebote nicht. Ich will zu dem Buch etwas Gutes sagen, ich war erschrocken. Ja. Ich finde es doch eine Autobiografie, egal ob sie erzählt ist und schlecht formuliert. Ich war erschrocken über die Kälte, mit
der einer seine Jugend und seine Kindheit durchlebt hat. Das ist wirklich das Material, aus dem Heiner Müller nachher seine Katastrophenliteratur schöpft. Ein vaterloses Kind, ein Kind, das als Ausländer in Mecklenburg lebt, ein Kind, das die Anarchie der ersten Nachkriegsmonate mit Vergewaltigungen, Morden, Totschlag, Hunger, der als Stadtstreicher durch Berlin, das ist alles sehr aufregend für mich. Ja. Im zweiten Teil, wo er auf die DDR eingeht, rettet er sich in der Tat in anekdotische Verbrämung. Ich will Ihnen zum Beispiel für Anekdoten sagen. Er sagt, ach Gott, in New York, da erlebt man Shakespeare noch wie zur Shakespeare-Zeit in England. Da denke ich, jetzt kommt irgendeine wichtige Beobachtung. Man ist in der U-Bahn so bedroht, wenn man zu einer Shakespeare-Aufführung fährt, wie man in London in der elisabethanischen Zeit bedroht war. Also eine nichtige Bemerkung über einen Weg zum Theater, der herhalten muss für das ganze Theater. Aber wie gesagt, dass aus einer kalten und leeren Jugend eine amoralische Ästhetisierung kommt, die ein imponierendes Werk hervorgebracht hat, das hat mir dieses Buch sehr aufregend gemacht. Ich finde es ein aufregendes Buch. Ja, die Kälte würde ich ihm nicht vorwerfen. Nein, nicht vorwerfen, konstatieren. Liebe Frau Löffler, Sie wissen, ich liebe Sie schon lange. Aber ab heute weiß ich, warum ich Sie liebe. Denn das, was Sie gesagt haben, ist hundertprozentig richtig. Ich halte das für kein unbedingt literarisches Werk. Und wenn Heiner Müller am Ende sagt, daraus sei keine Literatur entstanden, mag ja schon stimmen. Er hat sich ja nicht die Mühe gegeben, das Buch zu redigieren. Doch, hat er. Er nennt die Namen anders. Nein, er hat es redigiert, steht hinten drin. Er hat es wahrscheinlich flüchtig redigiert. Es stehen ja nicht zu Ende geschriebene Sätze, Flüchtigkeiten, falsche Schreibung von Namen. Wiederholung, alles. Man kann da dagegen sagen, was man will. Alles ist richtig, was Sie gesagt haben. Die Sache mit New York, dass es so gefährlich sei, ins Theater mit der U-Bahn New York. Alles ist richtig. Es gibt kein anderes Buch, das ich in diesen Jahren gelesen habe, das dem man so wenig ist geschrieben, sondern Jurek Becker. Diese Stelle erzählt aus Jurek der Perspektive eines Hamburger nichts Journalisten. Nichts anderes erzählt er uns über den Staatssicherheitsdienst als diese Sache aus der Perspektive. Herr Reich-Ranicki, ich mache genau einen Versöhnungsvorschlag. Ich kann nicht ununterbrochen Noten für Weltanschauung geben. Das ist einfach langweilig. Das hat nichts mit Weltanschauung zu tun. Doch, ich stelle eine Frage, die Sie offenbar... Sie geben Ideologienoten. Nein, das hat nichts mit Ideologie zu tun. Es hat einen Staat gegeben, DDR. Das war nichts Heiteres. Zu viele Menschen haben da gelitten. Andere haben nicht so sehr gelitten. Nein, es haben die meisten gelitten. Es sind Millionen Menschen haben Schreckliches erlebt. Und Jurek Becker ist Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei gewesen, war es bis 1977, hat sich nie von diesem Staat irgendwie jetzt wird es aber doch Zensur. Nein, das ist keine Zensur. Wir sind in Österreich. Nein. Hoffmannsthal hat gesagt, nach einem verlorenen Krieg soll man Komödien schreiben, nach einem verlorenen Staat darf man über den auch Farsen schreiben. Es gibt eine wunderbare Farce darüber, über Dissidentenliteratur. Schönes Stück Prosa, wie man das als... Sie sehen etwas anderes nicht. Ich habe vorher gesagt, hier wird nicht keine der Figuren leidet ernsthaft, alles oberflächlich. Das Wichtigste, habe ich gedacht, ist von selber verständlich. Dieser Jurek Becker leidet nicht an dem Staat, an dem er mitgewirkt hat. Das sage ich doch nicht als Vorwurf. Ich habe auch an einem kommunistischen Staat mitgewirkt, von 45 bis 49. Das war früher. Also das ist kein Vorwurf von mir. Aber ich leide darunter, bis zum Ende meines Lebens werde ich darunter leiden, dass ich an einem verbrecherischen Staat 4 Jahre mitgewirkt habe. Dieser Jurek Becker erzählt uns heute flott und nett. Es war so hübsch, es war so flott. Und er sagt in einem Interview, vorige Woche in der Süddeutschen Zeitung, je mehr ich den Mund aufgerissen habe, damals in der DDR, desto privilegierter war ich. Ja, ihm ging es fabelhaft. Ich finde das irgendwie empörend. Er lacht über alles. Aber Herr Reich-Ranicki, Sie übersehen doch in Ihrer Empörung Folgendes. Jurek Becker, das mag kein großer Roman sein, schildert eins auf hinreißende Weise.
diese Klaviatur des Ost-West-Gefälles, auf der die DDR-Schriftsteller, deshalb haben sie jetzt teilweise eine Nostalgie nach der DDR, wunderbar ihre Bedeutung hochspielen wollen. Sie mussten nur ihren Nein. Zensor dazu bewegen, sie zu verbieten, das Manuskript zu Surkamp schicken, und schon waren sie bedeutende Erzähler. Zugunsten noch eher von Jurek Becker, will ich sagen. Ja, das ist doch ein schön. So sagt er das. Er sagt in dem Interview in der Süddeutschen Zeitung, ich würde wohl alles anders sehen, wenn ich, wie Erich Löst, im Gefängnis gewesen wäre. Ja, er saß nicht, er darf es aber so sehen, wie er es sieht. Gut, und ich darf sagen, dass einer, der die DDR so viele Jahre mitgebaut hat und sie dann und uns heute sie herrlich freundlich vor... Und warum, erklären Sie mir bitte, hat er die DDR 15 Jahre vor der Wende verlassen? Ach, komm, war sein gutes Recht. Aber er hat sie verlassen. Er wollte in dem Land nicht leben und empfiehlt es uns nun flott und nett plaudert als ein Im Land, Grunde, in dem es Herr ganz Herr Reichranitz, werfen Sie ihm vor, dass er nicht im Gefängnis gesessen hat? Nein. Ich werfe ihm vor, dass er nicht ernst über die Sie DDR treten ihn ja jetzt in eine hohe Bedeutung hoch durch Ihren Fluch. Ja, er hat Jakob den Lügner geschrieben. Ja, aber nein, Sie geben dem Buch eine Dämonie, als würde da einer nachträglich politischen Verrat durch einen Gar Roman keine begehen, Dämonie, das ist eine reine Plauderei. Ja, das ist ja gut, und aber... Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ist dass Recht. Einer, der Romane schreiben kann und der derartiges miterlebt hat, uns erzählt, wie nett das alles war. Das ist doch verlogen von der ersten bis zur letzten Zeit. Aber der Jurek Becker hat das Recht auf seine eigenen Erlebnisse. Jeder hat das Recht. Warum? Und die werden, Sie den Nazis, sein, werden Sie den Nazis auch das Recht absprechen? Verzeihung, auf er hat auch. Na, also den Jurek Becker in diesem Zusammenhang nein, zu nennen, glaube ich, ist nein, absolut unfair. Nein, aber Stalin unfair. Und Hitler in eine Parallele zu bringen, nein. wogegen ich mich gewehrt habe Jahrzehnte. Jurek Becker hat auch das Recht auf untragische Betrachtungsweise. Und wir haben das Recht zu sagen, dass das trivial ist. Aber nicht auf Jurek Becker und Bruno Brehm zum Beispiel, also in einem Atem. Das wäre für mich der Unterschied. Ich meine, darf ich vielleicht Goethe ganz kurz ins Spiel bringen, zur Beruhigung? Nicht wahr, Goethe, der beim Schreiben der Iphigenie gesagt hat, der König von Tauris soll in Jampen reden und der Strumpfwürker in Apolda hungert noch. Und ich glaube, so ähnlich stelle ich mir auch die Situation von Becker vor. Er wollte auch diesen Alltag zeigen, der dann wahrscheinlich nicht... so heiter war. Nein, ich möchte etwas sagen. Bei der Lektüre dieses Buches ist es mir gerade bei der von Ihnen inkriminierten Szene ziemlich kalt über den Rücken gelaufen. Der ich ja das Glück hatte, nie in einer solchen Situation zu leben, habe mir gedacht, wenn du unter solchen Umständen lebst, und da glaube ich nicht, dass die Darstellung so verharmlosend ist, wie Sie sehen. Wie mit der Anwerbung. Ja? Na, da wird ja die Stasi übertölpelt. Da ist ja so geschickt, der Journalist aus Hamburg. Der presst den Stasi-Mann. Der sagt, ich habe alles auf Tonband aufgenommen, das Gespräch. Hat er gar nicht. Und das wird dann gesendet im westlichen Rundfunk, wenn Sie mir nicht sofort den Pass für die Frau geben, die ich heiraten will. Das ist ein bewährter Topos aller antityrannischen Literatur, das Übertölpeln des Tyrannen. Das hat auch seinen Platz in dieser Sache. Und insofern würde ich also Jurek Becker, ich meine, dieses Buch nicht hundertprozentig, was die literarische Gestaltung betrifft, in Schutz nehmen, aber ich würde doch sagen, ich wäre hier vor. Vorsichtig zumindest. Also das wäre mein... Schön, dass einer vorsichtig ist. Heiner Müller. Wir müssen zum nächsten Buch übergehen. Krieg ohne Schlacht. Wer stellt das vor? Sie. Ich selber. Gut. Heiner Müller gilt als der bedeutendste Dramatiker der DDR und ist vielleicht der bedeutendste lebende deutsche Dramatiker. Jedenfalls einer der bedeutendsten. Über 60 Jahre alt. Seine Stücke waren in der DDR immer wieder verboten, wurden nicht aufgeführt, er wurde schikaniert, er hat nie die DDR verlassen und hat nun ein umfangreiches Buch gemacht. Das Buch hat er nicht geschrieben, es ist von seinem Lektor im Verlag Ippenheuer und Witsch gesprochen, erfragt worden. Es ist ein Interview, wie wir aus dem Nachwort erfahren, etwa 1000 Maschinenseiten waren es. Freundliche Menschen haben es im Auftrag von Heiner Müller stark gekürzt. Und es ist nun in dieser Fassung erschienen. Ein gesprochenes, nicht geschriebenes Buch. Thank you.
Unser literarisches Quartett kommt heute, wie alle schon sehen konnten, aus Salzburg. Es nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine. Unser Gast heute, Wendelin Schmidt-Dengler aus Wien. Herr Schmidt-Dengler ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Wien und vor allem ein hervorragender Kenner der österreichischen Literatur. Er hat Werke von Doderer herausgegeben, er hat viel über Thomas Bernhard, Ernst Jandl geschrieben, also über die originellsten Schriftsteller, die es in Österreich nach 1945 gegeben hat. Wir freuen uns sehr, Herr Schmidt-Dengler, dass Sie uns mithelfen werden, über diese Bücher heute Abend zu reden. Wir haben 5 Bücher vor. Das erste ist der Roman von Jurek Becker, Amanda Herzlos. Ja, Jurek Becker hat viele Jahre keinen Roman geschrieben. Er war aber in einem anderen Medium sehr erfolgreich. Er hat die Fernsehserie Liebling Kreuzberg geschrieben. Und wenn man auf den neuen Roman von ihm guckt, dann kann man eine Nahtstelle zwischen Unterhaltung und Literatur beobachten. Der Roman geht um eine Frau, Amanda Herzlos, die aus der Perspektive von 3 Männern geschildert wird. Und der Roman spielt in der zu Ende gehenden Zeit der DDR. Ihr erster Mann ist ein Redakteur einer DDR-Zeitung, ein linientreuer Redakteur. Ihr zweiter Mann ist ein Dissident, ein Schriftsteller. Ihr dritter Partner ist ein NDR-Redakteur, der in der DDR arbeitet. Und die Frau, die der starke Mittelpunkt des Buchs ist, wird aus dieser Perspektive dieser 3 Männer geschildert. Sie haben so selbstverständlich gesagt, die Frau heißt Amanda Herzlos. Ich habe eigentlich gedacht, weiß es bis heute nicht, der Titel ist eigentlich doppeldeutig. Entweder die Amanda selber ist herzlos, was ich eigentlich nicht glaube, oder sie wird von ihren Männern, von ihren 3 Männern herzlos beschrieben. Ich glaube fast eher das Letztere. Naja, eine starke Figur im Mittelpunkt, die Amanda. Sind Sie davon überzeugt? Nein, ich bin ich nicht. Becker ist davon überzeugt. Ja. Ich bin eher davon überzeugt, dass ich die Frau überhaupt nicht kennengelernt habe in diesem Buch. Und ich habe auch die 3 Männer nicht kennengelernt. Denn der erste entscheidende Reiz dieses Buchs wäre es gewesen, dass eine Frau aus 3 Perspektiven geschildert wird. Von 3 Männern, die sehr verschieden sind. Leider hat Jurek Becker allen 3 Männern dieselbe Swada geliehen, nämlich seine eigene, sodass da schon ein Reiz verloren geht. Es wird eine Frau in 3 gleichen Tönen geschildert. Zweitens bleibt sie seltsam schemenhaft, seltsam unscharf. Es wird immer von ihr behauptet, sie sei so toll, sowohl im Bett wie im Geist, wie im Widerstand gegen die DDR. Aber irgendwie außer den großen Augen und dem Schwanenhals habe ich von dieser Frau kaum etwas kennengelernt. Also ich würde da eine andere Lektüre des Buches vorschlagen. Ich glaube, dass die 3 Männer sehr wohl uns präsentiert werden, und zwar auf eine sehr differenzierte Weise. Ich glaube, der erste, das ist so ein DDR-Partisan, könnte man sagen, ein etwas flauer Sportjournalist. Der zweite, ein alternder Schriftsteller, der seine Midlife-Crisis so halbwegs hingekriegt hat. Und der dritte, das ist so ein flotter Journalist. Und ich glaube nicht, dass in allen 3 Fällen es immer die Jurek Becker-Swada ist, sondern ich würde ganz im Gegenteil sagen, die Unterschiede sind recht feinsinnig gesetzt. Das würde ich vom Stil her doch sagen. Also ich denke, dass das Beckers Behauptung ist, dass ich aber die 3 Männer allen in dem gleichen Großstadt-Parlando über Amanda hermachen. Na, ich glaube, dass Karasek recht hat, insofern als hier tatsächlich in derselben Sprache alles geboten wird. Es ist ja über dieses Buch schon viel geschrieben worden. Blitzschnell Kritiken erschienen, in den großen Blättern meist negative oder sehr skeptische Kritiken. Und die Kritik, die mich am meisten interessiert und überrascht hat, war die Kritik in der Zeit von der Radisch.
Das war die beste der Kritiken und sie sagt am Ende, er habe schmerzlos die Grenze zum Unterhaltungsroman überschritten. Ich verwende das Wort Unterhaltungsroman ungern, weil ich glaube, weil es so missverständlich ist, dass ein Roman dazu da ist, zu unterhalten. Aber gemeint ist ja hier was anderes. Er habe die Grenze überschritten zum Trivialroman. Und ich glaube, das in der Tat ist geschehen. Und darüber müsste man sich Gedanken machen. Also ich würde natürlich im Verhältnis zu Frau Radisch Folgendes sagen. Es ist natürlich ein leichter Subson im Verhältnis zu Becker zu sagen, der Kerl war jetzt im Fernsehen. Der hat eine erfolgreiche Fernsehserie geschrieben. Jetzt wollen wir mal gucken, ob dieses platte Medium nicht auf ihn abgefärbt hat. Das steht so ein bisschen in der Kritik drin. Trifft nicht zu. Nur, es ist so, dass überzeugend in den Kritiken ist. Was mir bei der Lektüre des Buchs ist es mir so gegangen, dass ich am Anfang vergnügt gelesen habe, der Becker ist ja ein wunderbarer Parleur, der kann wunderbar erzählen. Nein. Und doch, er kann Parleur, aber kein Erzähler. Gut, er kann wunderbar parlieren, Sie haben recht. Und dann habe ich immer mehr gedacht, wann kommt denn was? Was will ich denn wissen? Möchte ich denn? Es geht eigentlich darum, dass der erste Mann das Kind schlecht behandelt, das von ihm ist. Der zweite ist besser behandelt, aber ein bisschen zu alt ist. Von seiner Sexualität wird gesagt, er ist ein Einakter. Er schafft nicht sehr viel, er ist viel älter als die Heldin. Und der dritte, der lässt sich von ihr die Artikel schreiben, er ist ein Faulpelz. Was aber das Entscheidende ist, abgesehen davon, dass das ein Buch über die DDR ist und über die ausgehende DDR, die zu Ende geht, erfährt man erschreckend wenig. Die DDR erscheint wie eine Operette. Es ist eine Operette aus der DDR. Die DDR ist seltsam harmlos und flach und heiter. Selbst Stasi-Szenen haben etwas von der Farce. Ja. Also es ist ein Buch, hinter dem die DDR so verschwindet, wie sie in der Wirklichkeit verschwunden ist, ohne ihre grauen Schatten zu hinterlassen. Ja, ich möchte daran anknüpfen, aber ich gleich Dafür gibt es ja eine Erklärung. Das Buch setzt in dem Augenblick ein, wo der reale Jurek Becker in den Westen gegangen ist. Und in irgendeiner Kritik habe ich auch gelesen, ich glaube sogar in einem Interview mit ihm, sagte er, die letzten 10 Jahre DDR, die er selber nicht mehr erlebt hat, hat er hier geschrieben. Also diese merkwürdige Blässe, glaube ich, kommt auch daher, dass er diese letzten 10 Jahre dort nicht mehr selber erfahren hat. Ja, also Wenn das richtig wäre. Das ist nur die eine Hälfte von dem, was ich sagen möchte. Die zweite Hälfte aber scheint mir doch aber auch schon im Blick auf das, was wir dann über den Heiner Müller sagen werden. Es kommt mir immer vor, dass diese Leute aus der DDR über den Zustand ihres eigenen Staates in einer merkwürdigen Intimität schreiben. Das ist eine geschlossene kleine Gesellschaft, wo jeder jeden kennt. Und dieses Gefühl von Nähe, von unangenehmer Nestwärme und von Intimität durchzieht auch dieses Buch. Vielleicht ist es das, was Sie daran bemerkt haben. Er schreibt ja, der Staat sei putzig klein, ein kleiner Feudalstaat. Aber die DDR war, wenn man die Schicksale von Leuten ansieht oder wenn man sich überlegt, was jetzt in und um Herrn Stolpe vorgeht oder vorgehen sollte, alles andere als putzig. Ja. Aber das ist das Schreckliche, dass selbst diese Kirchentreffen, wo er dann so elegant sagt, natürlich wissen wir, dass ein Drittel der Leute Stasi-Leute sind, das hat alles etwas von einer heiteren, harmlosen Komödie. Herr Karasek, vielleicht erlauben wir jetzt mit Dengler seinen Standpunkt zu. Also ich möchte doch noch mal den Herrn Becker, obwohl mir es ja nicht so ein Herzensanliegen ist, aber doch einmal verteidigen. Denn zunächst einmal kommt das Kriterium des Trivialen ein bisschen, wenn ich so sagen kann, aus der Schublade rausgeholt vor. Wäre doch nicht da gerade die zweite Partie ins Treffen zu führen, wo Becker mit einiger Subtilität herangeht, indem er ja nun zeigt, dass dem
armen Helden der zweiten Partie, dem Fritz Hettmann, die Novelle, die er in seinem Leben verbraten hat, plötzlich im Computer verschwunden ist. Die ganze Literatur der Gegenwart lebt ja aus solchen verlorenen Texten. Man denke etwa an Ranzmeyers Letzte Welt, wo ja auch plötzlich was verschwunden ist. Und nun hat der arme Hettmann die Aufgabe, die ganze Novelle noch einmal zu konstruieren, noch einmal eine Geschichte zu schreiben. Und da meine ich, da steckt doch ein ganz ein gehöriges, hübsches, schönes, poetisches Kalkül dahinter. Hübsch, aber ein Kunststückchen. Ja. Ach, hübsch ist gar nicht so ein schlechtes Wort. Warum? Ja, ich lese gerne das. Nein, bringt schon was. Also die zweite Partie, da steckt wirklich sehr viel an poetischem Kalkül dahinter. Also bevor wir da sagen, das ist trivial, sollten wir mal das einmal in Rechnung stellen, würde ich mir vorstellen. Ja, ich finde auch die zweite Episode die raffinierteste vom Schreiben her. Weil sie nämlich damit spielt zwischen dem, die Novelle, die Erzählung ist, also das Kalkül, und dem, was real erlebt ist. Aber das real erlebt, ist natürlich im Zusammenhang des Romans auch Kalkül. Naja, also diese doppelte Brechung ist ganz geschickt gemacht. Ja, aber die doppelte Brechung, da muss ich leider noch mal Frau Radisch zitieren, weil sie mir da aus dem Herzen gesprochen hat. In Wirklichkeit hat er sich einen Mantel aus dem Westen, eine Bluse mitbringen lassen, und in der Fiktion ist es ein Mantel. So what, kann man da nur sagen. Es ergibt sich daraus so gut wie nichts. Aber Freunde, wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen, da sind drei verschiedene Teile, drei Perspektiven auf die Figur Amanda im Mittelpunkt. Alle drei taugen sie nicht viel, aber der eine Teil ist doch etwas besser, der ist raffinierter und der andere weniger raffiniert. Es gibt hier etwas, was das ganze Buch, alle drei Dinge umfasst. Ganz allgemein, wir dürfen eins nicht vergessen. Jurek Becker ist ein hervorragender Schriftsteller und ich halte jeden für einen hervorragenden Schriftsteller, der ein hervorragendes Buch geschrieben hat. Er hat seine Laufbahn mit dem Roman Jakob der Lügner begonnen. Das war nicht ein Erfolg, sondern ein Welterfolg. Und ein berechtigter Welterfolg, ein grandioses Buch. Und er hat eine zweite Sache geleistet, die ich, und bitte ertragt es mit Würde und Ruhe, für sehr wichtig halte. Er hat die Serie Liebling Kreuzberg geschrieben. Das ist auch in diesem Genre ein Glanzstück. Eine solche Serie zu schreiben, dazu gehört sehr viel, das hat er gekonnt. Und ich wundere mich vielmehr, dass Sie es mit Würde und Ruhe ertragen. Ja, denn ich finde, dass es auch schlechte Boulevardstücke gab. Ja. Und das ist auf der Ebene der Boulevardstücke, die nicht überflüssig ist, als Serie fürs Fernsehen ausgezeichnet. Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise missraten. Ja, aber warum? Das hat das mit dem Fernsehen doch was hat zu tun. Hat nichts mit dem Fernsehen zu tun. Ich will Ihnen versuchen zu erklären, was ich an dem Buch auszusetzen habe. Dass die Sache aus drei verschiedenen Perspektiven dargestellt wird, ist ja sehr schön. Es ist immer dieselbe Perspektive. Ich sehe die Unterschiede nicht. Ich sehe nicht die Sprachunterschiede. Erzählen können von den drei, ich erzähle alle drei nicht. Sie können plaudern. Sie können lebendig, hübsch, flott, flaudern. Es ist ein flott geplaudertes Buch. Manchen mag es amüsieren, andere nicht. Günther de Bruyne hat gesagt, er habe es mit größtem Vergnügen von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. Er hat gelogen, er hat es natürlich nicht mit Vergnügen geschrieben. Er hat alle Schwächen angedeutet des Buches. Aber irgendwie wollte er den Kollegen, der ehrenwerte und bedeutende, ernsthaft gemeint, Günther de Bruyne trösten. Nein, es ist ein geplaudertes Buch. Und nun ist die einzige Frage, warum sagen wir, oder habe ich gesagt, aber ich glaube, Sie stimmen dem zu, das kommt so in die Trivialliteratur hinein. Nicht zum ersten Mal. Es gibt schon in vorangegangenen Romanen solche Elemente, sehr deutlich bei Becker. Was ist Trivialliteratur zum Donnerwetter? Wodurch unterscheidet sich Trivialliteratur von der ernsten, guten, der von uns geschätzten Literatur?